Hoher Gemeinderat, sehr geehrter Magistratsdirektor, geschätzte Zuseher und Zuhörer, ich darf die vierte öffentliche Sitzung des Gemeinderates hiermit eröffnen. Es wurde ordnungsgemäß einberufen und wir sind beschlussfähig. Das Fernbleiben haben entschuldigt Frau Stadträtin Diplom-Ingenieur Bernadette Leister, Gemeinderätin Christa Eberl, Gemeinderat Simlinger, Gemeinderat Wörtl, der kommt etwas später, und entschuldigt ist auch die Frau Gemeinderätin Elfriede Kreitner. Es wurde kein Einwand gegen den Inhalt der Verhandlungsschrift der dritten öffentlichen Sitzung erhoben. Es wird kein Tagesordnungspunkt abgesetzt und es gibt mehrere Dringlichkeitsanträge. Es gibt einen Dringlichkeitsantrag von Volkspartei Krems, Team Florian Kamm-Leitner. Es geht hier um die Entsiegelungsoptionsflächenplan, Erarbeitung. Wer stellt den vor, bitte? Wer begründet die Dringlichkeit, Herr Gemeinde Mitmasser, bitte? Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, es geht bei dem Dringlichkeitsantrag um die Erarbeitung eines Entsiegelungsoptionsflächenplans. Die Dringlichkeit ist folgendermaßen begründet. Im Jahr 2021 wurden in Österreich durchschnittlich pro Tag 10 Hektar, das entspricht 13 Fußballfelder, zusätzlich an Flächen beansprucht in Österreich. Rund 50% dieser beanspruchten Flächen werden durch Bauwerke, Betonflächen oder Asphalt zur Gänze versiegelt. Versiegelte Flächen können nicht nur kein Wasser mehr aufnehmen und fördern dadurch Hochwasserereignisse, sondern führen lokal zu höheren Temperaturen, weil die Sonne im Vergleich zu begrünten Flächen viel stärker aufheizt. Gerade in städtischen und dicht verbauten Gebieten verbessern entsiegelte und begrünte Flächen das Mikroklima entscheidend und sorgen so für mehr Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Eine wirksame Maßnahme, um den verbrauchten Boden der Natur wieder zurückzugeben, ist die Entsiegelung. Eine neue Förderschiene des Landes Niederösterreich, der blau-gelbe Bodenbonus, fördert bis zu 50% für solche Projekte. Vorbildgemeinden wie Lanzenkirchen oder etwa Dulen, wo Hauptplätze entsiegelt werden und umgestaltet werden, zeigen vor, dass die Öffnung von asphaltierten Böden Vorteile für alle bringt, ohne den bisherigen Nutzen einzuschränken bzw. sogar mehr Nutzen für die Kommune und die Bevölkerung zu erreichen. Um diese Fördergelder schnellstmöglich lukrieren zu können und um die Bodenöffnung für Krems ganzheitlich denken zu können, braucht es einen Optionsflächenplan für potenziell zur Verfügung stehende städtische Entsiegungsflächen. Und in späterer Folge soll der Bürgermeister der Stadt Krems beauftragt werden, die Verwaltung mit der Erstellung eines Entsiegelungsoptionsflächenplans, der alle versiegelten Flächen im direkten oder indirekten Besitz der Stadt auflisten und das Potenzial für eine mögliche Entsiegelung beurteilen soll. Dies soll als Vorbereitung für spätere Beschlussfassungen sowie zur Einreichung von Förderungen und zur Umsetzung von Entsiegelungsprojekten dienen. Sie haben die Begründung der Dringlichkeit gehört. Wer ist für die Dringlichkeit? Stimmen der ÖVP, FPÖ und die Grünen. Wer ist, das ist keine Zweidrittelmehrheit. Wer ist gegen die Dringlichkeit dieses Antrags, genau in der Zeit, wo wir jetzt einen Grünflächenvernetzungsplan erarbeiten? Also keine Dringlichkeit zuerkannt. Und üblicherweise stimmen die Umweltgemeinderäte, das ist das erste Mal, wenn sie einen Antrag haben, einen einbringt, gemeinsam ab oder besprechen das vorher. Nächster Dringlichkeitsantrag ist von der Freiheitlichen Partei. Stopp des Projekts Baderinnenal. So, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, eines meiner Lieblingsthemen, Baderinnenal. Ganz kurz nur, ich muss einen Dringlichkeitsantrag nicht vorher besprechen, grundsätzlich. Aber dass das von unserer Seite kommt, ist ja auch nichts Neues, denn im Zusammenhang mit der heutigen Tagesordnung war es mir wichtig, auf diesen Punkt auch wieder zurückzukommen, denn wir werden ja heute, zumindest auf der Tagesordnung, haben wir einige Punkte, die den Menschen sozusagen eine durch Gebührenerhöhungen ein bisschen das Geld sozusagen abnimmt. Und durch Gespräche mit den Zuständigen aus der KIK sind uns natürlich jetzt die Ziffern klar, die jetzt am Tisch liegen.
Denn klar ist, dass die Badearena neu nicht 24 Millionen kosten wird, wie ursprünglich gedacht, auch nicht 28 Millionen. Nein, wir haben von den ursprünglichen 24 Millionen einen eleganten Ziffernsturz zusammengebracht. Wir sind nämlich jetzt bei 42 Millionen. Ja? Wir sprechen von irgendwelchen Subventionen, die uns noch nicht zugesagt worden sind. Wir haben noch keine Ahnung, ob das Land uns irgendwas gibt. Gehen wir mal vom Besten aus, gehen wir mal davon aus, dass wir 20% Subvention von dem ganzen Spaß bekommen, sind es immer noch 33,6 Millionen. Und ich glaube, und ich stehe dazu, und das bete ich jetzt schon seit Monaten, ich glaube, wir können uns das als Stadt nicht leisten. Ich halte es für absolut wichtig, dass der Gemeinderat jetzt sofort sagt, stoppt das Ganze, wir müssen einen anderen Weg gehen. Wir können zurzeit mit diesen Baukosten, mit dieser Kostenexplosion, aber auch mit der Explosion auch der Energiekosten, die uns ja dann beim Betrieb des Bades genauso viel kosten wird, weil das natürlich nicht klimaneutral ist, der Betrieb, und natürlich zugeschossen werden muss und natürlich es teurer wird als das laufende Bad, müssen wir jetzt auf die Stopptaste drücken, wir müssen eine andere Alternative finden, wir müssen darüber nachdenken, was können wir aus dem alten Bad machen, gibt es Investoren, die wir lukrieren können und, und. Es muss einen anderen Plan geben, deswegen von uns heute diese Dringlichkeit. Wir haben die Begründung der Dringlichkeit gehört. Wer ist für diese Dringlichkeit? Stimmen der FPÖ. Wer ist gegen die Dringlichkeit? Stimmen alle anderen Fraktionen. Dann gibt es noch einen. Bitte? Genau, das ist das mit der Resolution. Freiheitliche. Was, danke. Dringlichkeitsantrag von der KLS. Bitte um die Begründung der Dringlichkeit. Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Herr Vizebürgermeister, Herr Magistratsdirektor, hoher Gemeinderat, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Ja, Dringlichkeit deswegen gegeben, weil vor kurzem, am 3. Dezember, um genau zu sein, haben wir in dieser Stadt Bilder gesehen, wie wir sie seit Jahrzehnten zum Glück nicht mehr sehen mussten, nämlich wirklich, ich hätte fast schon gesagt, marodierende Horden, und zwar in unserer stadteigenen Sporthalle ebenso wie auf unseren Straßen. Ungekannte Ausschreitungen, ich glaube, die Bilder sind allen bekannt, faschistische Grüße, wirklich furchtbare Bilder. Und die Dringlichkeit dieses Antrags zeigt sich auch, und dafür möchte ich Ihnen allen hier im Raum auch danken, dass der nicht nur von der KLS eingebracht wird, sondern wir haben für diesen Antrag Unterschriften aus allen Fraktionen dieses Gemeinderates erhalten. Wie gesagt, die Dringlichkeit begründet sich aus der zeitlichen Nähe und der Unglaublichkeit des Vorfalls. Dankeschön. Sie haben die Begründung gehört, wer ist für die Dringlichkeit? Danke, einstimmig. Und wir nehmen das als Tagesordnungspunkt 1, bitte. So, was haben wir nun? Waren das jetzt alle? Gut, wir gehen in der Tagesordnung weiter. Es gibt ein paar Mitteilungen. Einfache Mitteilung zuerst. Die einfache Mitteilung ist, wir haben im heurigen Arbeitsjahr insgesamt 267 Stadtsenatsanträge bearbeitet und öffentliche Gemeinderatsanträge, 68 nicht öffentliche, 9. So viel zu unserem Arbeitspensum in den Bereichen. Eine weitere Mitteilung noch einmal zum das heißt Szenekundiger Dienst BSD von der Polizei, eben zu dem Vorfall vor dem UHK oder beim UHK-Match, weil hier unterschiedliche Versionen kursieren, und ich darf euch die offizielle von der Polizei kurz nahe bringen. Also die SKP nahmen sowohl an dem um 15 Uhr in der Sporthalle Krems beginnenden Behördenrundgang, als auch den um 15.30 Uhr angesetzten Einsatzbesprechung auf dem BPK Krems teil. Es waren 13 bis 16 Polizisten involviert. Was die Anreise vor dem Spiel betrifft,
Es wurde bei der Einsatzsprechung der Polizei nämlich schon bekannt, dass sich schon serbische Fans in der Innenstadt am Vormittag aufhalten und sehr aggressiv waren und polizeilich in Erscheinung getreten sind. Sie haben zum Beispiel am Brauhof randaliert und wurde dann mit einem Lokalverbot behaftet, wurde die Fußgängerzone bis praktisch zur Wiener Brücke durchstreift, im wahrsten Sinne des Wortes, von innen. Und damals waren es zu diesem Zeitpunkt mehrere Gruppen, jeweils zu 4 bis 7 Personen. Und ab 17.30 Uhr wurde dann von der Polizei die Umgebung vor der Sporthalle bestreift. Um 18.15 Uhr wurde über Funk bekannt, dass eine Fangruppierung von 70 Leuten Richtung Bahnhof marschiert sind. Und dabei wurden auch einige PKK-Lenker attackiert, Unterführung etc. Und wie gesagt, das Einschreiten war mehr als notwendig und gerade noch rechtzeitig. Es war wirklich ein Bus, der nur dazu da ist, nicht nur zu den Handballmatches fährt, sondern diese Menschen, diese Gruppierung fährt zu allen Spielen auswärts, wo Serben entsprechend involviert sind. Das eine. Und das ist eine Anfragenbeantwortung, Anfrage. Dann gehen wir weiter in der Tagesordnung. Es gibt keine Verfügung nach § 25 Endesdruck und es gibt keine Entscheidungen des Stadtsenates anstelle des Gemeinderats gemäß § 33 Druck und auch keinen Bericht über die Verfügungen gemäß § 44 Endesdruck. Wir kommen zu der Behandlung von den Beratungsgegenständen und ich übergebe den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeister. Danke, ich übernehme den Vorsitz und bitte dich um... Entschuldigen, danke. Danke für den Hinweis. Herr Gemeinderat Lagner, bitte. Ja, hohes Präsidium, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Zuerkennung der Dringlichkeit. Ich denke, es ist uns allen klar, wie wir auch soeben vom Bürgermeister gehört haben, dass man das nicht einfach so stehen lassen kann. Im Anbetracht der verstörenden Bilder vom 3. Dezember, die wir sehen mussten auf unseren Straßen, in Anbetracht der Filme, die wir da im Internet sehen hat müssen, in Anbetracht der Sachbeschädigungen, Gewaltanwendungen, in Anbetracht der Wiederbetätigungsgeschichten, die da passiert sind, des Zeigens von faschistischen Grüßen und das alles in einer, nicht nur in unserer Stadt, sondern in einer stadteigenen Immobilie, noch dazu bei einem Sportmatch, wo Kinder anwesend sind und so weiter. Also ganz ein furchtbarer Vorfall und deswegen halten wir alle, wie wir gesehen haben, danke noch einmal für die zahlreichen Unterschriften aus allen Fraktionen, ist für dringend notwendig, dass wir da auch als Gemeinderat ganz klar hergehen und hier eine Resolution verabschieden, deren Text Sie natürlich haben, aber ich hiermit noch einmal vorlesen will. Es wird beantragt, der Gemeinderat der Stadt Krems beschließt folgende Resolution. Der Gemeinderat der Stadt Krems nimmt die gewalttätigen Ausschreitungen im Rahmen eines Handballspiels am 3. Dezember 2022 mit großem Entsetzen zur Kenntnis. Die Randale und Übergriffe und damit einhergehende nationalistische und faschistische Gesten werden vom Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau auf das Allerschärfste verurteilt. Das extremistische, gewaltsame Verhalten der Fans des Handballvereins Vojvodina ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern in Bezug auf den völkerverbindenden Sport geradezu unerträglich. Wir werden solche Ausschreitungen nicht hinnehmen und lassen keinen Zweifel daran, dagegen aktiv und entschieden aufzutreten. Wir geben ein ausdrückliches Bekenntnis für Gewaltfreiheit und gegen politisch und rassistisch motivierte Gewaltdemonstrationen ab. Krems ist eine liebenswerte Stadt für alle Menschen, weshalb es keinen Platz geben darf für Herabwürdigungen, faschistische Grußformen und tätliche Angriffe. Löblich hervorheben möchten wir die Deeskalation der Polizei und Ordnungshüter vor Ort, die möglicherweise Schlimmeres verhindert haben. Vorbildlich wird auch das Verhalten des Förthof UAK Krems gewertet,
der eine klare Position gegen Gewalt im Sport eingenommen hat. Sie haben den Antrag gehört. Wortmeldungen, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, ja, der vorliegende Antrag zeigt sehr eindrucksvoll, dass wir als Gemeinderat nicht nur uns mit Themen auseinanderzusetzen haben, bei denen es ums Geld geht. Nein, wir sind auch als gewählte Vertreter der Kremserinnen und Kremser eine Instanz, die sich mit Moral, Ethik und Anstand auseinanderzusetzen hat und Verantwortung nicht nur einfordern, sondern auch zeigen muss. Und wenn in Krems gewalttätig randaliert wird und dabei der Hitlergruß gezeigt wird, dann wird es höchste Zeit, dass wir unsere Legitimität auch dazu nutzen, diese ungeheuerlichen Vorgänge zu verurteilen. Wir müssen sie nicht nur verurteilen, wir müssen dagegen aufstehen und alles daran setzen, dass sich solche Vorhänge nicht wiederholen. Nicht in unserer Sportstadt und nicht in unserer Sporthalle. Ich glaube, jeder Versuch, das Thema in irgendeiner Art und Weise kleinzureden oder gar zu ignorieren, macht die Sache noch zu einem größeren Skandal. Es ist verständlich, wenn wir in Krems nicht mit rechtsradikalen, gewalttätigen Ausschreitungen assoziiert werden möchten. Aber wenn wir als Politik dazu schweigen, wie wir es bisher getan haben, dann werden wir auch damit assoziiert, diese Vorfälle unter den Tisch kehren zu wollen und damit eigentlich auch zu tolerieren. Ich fordere alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die sich als aufrechte, demokratische Vertreter von Gewaltfreiheit und Antirassismus verstehen, dazu auf, diesen Antrag zu unterstützen. Vielen Dank. Sie haben den Antrag gehört. Gibt es Wortmeldungen? Frau Stadträtin, bitte. Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, ja, der Antrag selber, ich meine, ich glaube, jeder, der das nicht nur gesehen hat, nicht nur jeder, der dabei war oder nicht nur jeder, der davon gehört hat, ist eigentlich abgestoßen von der Aggressivität dieser Menschen. Und hier geht es überhaupt nicht ausschließlich um einen Hitlergruß, das muss ich auch dazu sagen, den lehnen wir natürlich ab. Aber das jetzt nur in dieses Eck zu stellen, das halte ich für sehr gefährlich. Jegliche Art von Gewalt lehne ich ab. Und ich lehne es auch ab, dass wir in der Innenstadt Jugendliche haben, die zusammengeschlagen werden. Ich lehne es ab, dass in der Innenstadt Dinge kaputt gemacht werden. Ich lehne es ab, dass Hooligans durch die Straßen ziehen nach einem Handballmensch. Das alles lehne ich ab, denn ich lehne jegliche Art von Gewalt und von zerstörerischem Tun in unserer Gesellschaft ab. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat, bitte. Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrter Gemeinderat, werte Zuseher, es ist natürlich zu verurteilen, jegliche Form von Gewalt, wie auch meine Vorrednerin schon gesagt hat. Wir haben jetzt 16 Tage, die internationalen 16 Tage gegen Gewalt sind am Samstag, dem 10. Dezember vorübergegangen. Ich würde es angebracht finden, dass wir vielleicht 2023 auch diesbezüglich im Vorhinein einen Dringlichkeitsantrag gegen Gewalt an Frauen einbringen. Es ist aber auch so, dass beim Spiel des UHK Krems im letzten Heimspiel bereits Sportstadträtin Bernadette Leister, Bundesrätin Berger Grabner, Gemeinderätin Alexandra Ambrosch, Gemeinderat Christoph Hofbauer gemeinsam mit dem UHK Krems ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt gesetzt hat. Dafür bin ich sehr dankbar als Sportsmann, als Freund der Demokratie und der Rechtssicherheit. Und der Dank an dieser Stelle noch einmal an die Polizei, an die Einsatzkräfte, die einmal mehr bewiesen haben, sie sind da, wenn sie gebraucht werden, wenn sie vorgewarnt werden, können sie Schlimmeres verhindern. Danke. Weitere Wortmeldungen? Herr Stadtrat, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hohes Präsidium, sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, das war eine sehr, sehr, sehr unerfreuliche Geschichte, die da abgegangen ist, und ich bin sehr froh, dass hier jetzt eine Einhelligkeit zutage gekommen ist, dass ganz einheitlich hier von allen diese Vorgänge verurteilt werden. Die erfreuliche Sache dabei war die, dass die Exekutive offensichtlich imstande war,
das rechtzeitig einzudämmen. Und sehr erfreulich ist natürlich auch die Haltung, die der UHK an den Tag gelegt hat. Man kann das heute auch sehr ausführlich in den Bezirksblättern nachlesen. Wichtig ist, dass wir daraus lernen, dass uns bewusst ist, dass solche Dinge vorkommen können. Jahrzehntelang waren wir in Krems von so etwas verschont und jetzt müssen wir wissen, das kann wieder auf uns zukommen. Wir müssen uns geistig, vor allem geistig, darauf vorbereiten, dass man dagegen Widerstand leisten muss. Insofern bin ich sehr dankbar für diese einheitliche Kundgebung des Gemeinderates heute. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen erwünscht? Bitte sehr, Dominik Hentz. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hohes Präsidium, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, liebe Bürger. Wir sollten diesen Anlass jetzt als Zeichen nehmen, endlich zu handeln. Also ich bewohne selber die Altstadt von Krems und mit meinen Kindern ist es schon öfters vorgekommen, dass einfach gewalttätige Übergriffe der Bevölkerung gegenüber vorhanden sind. Wir sind eine Tourismus-, wir sind eine Schüler-, eine Studentenstadt, eine Kultur-, eine Bildungsstadt, eine Erholungsstadt. Da hat Gewalt keinen Platz. Und ob es jetzt seitens den Hooligans sei oder von Betrunkenen, die halt Party machen am Wochenende, Gewalt in jeglicher Form hat hier keinen Platz. Umso schrecklicher ist es, dass es selber Freunde von mir auf dem Handballmatch waren mit kleinen Kindern. Und da möchte ich wirklich nur sagen, denkt mal drüber nach, ja, wenn ihr mit euren kleinen Kindern dort seid, was das den Kindern antut. Ja. Ich bitte darum, dass wir das wirklich als Anlass nehmen, jetzt zu handeln. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Schlusswort erwünscht. Ein kurzes Schlusswort. Ja, vielen Dank. Ich kann anhand der Wortmeldungen soeben von Ihnen herauslesen, dass wir als Gemeinderat tatsächlich dieses wünschenswerte und wichtige, starke Zeichen der Einheit in der Verurteilung dieser Vorfälle setzen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich finde das auch in der letzten Sitzung des Gemeinderats für dieses Jahr ein sehr gutes Zeichen, um in die Weihnachtsfeiertage zu gehen, wenn wir hier Gemeinsamkeit und Geschlossenheit zeigen. Vielen Dank. Wir kommen abstimmen müssen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Danke. Vielen Dank für die Gemeinsamkeit und für das so rasche Handheben. Wir sind am Ende des Dringlichkeitsantrages. Wir kommen zur Behandlung der Beratungsgegenstände und ich übergebe den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeister. Ich übernehme den Vorsitz. Der Tagesordnungspunkt 1 behandelt die Erhebung und den Maßnahmenplan zur Förderung auf kulturelle Bildung in Kremser Schulen. Es ist ein LIDA-Projekt und Krems und die Wachau blicken ja wirklich auf eine reiche kulturelle Vergangenheit zurück. Gleichzeitig ist der Blick in die Richtung Zukunft immer offen, so auch wie es dargestellt wird im Kremser Kulturplan 2030, in dem mit großer Beteiligung die Meilensteine der Kulturarbeit für die nächsten Jahre festgelegt wurden. Darin nimmt das Themenfeld kulturelle Bildung einen hohen Stellenwert ein, welches primär die kulturelle Teilhabe von Kindern und Jugendlichen und die Partizipation am künstlerischen, kulturellen Geschehen meint. Und der Begriff Kultur wird in diesem Kontext sehr breit gesehen. Für das vorliegende Projekt wird darunter aber vornehmlich das bestehende kulturelle Angebot in der Stadt Krems und in einem weiteren Schritt dann in der Wachau verstanden. Dazu zählen Bildungseinrichtungen wie die Musikschulen, die Kreativakademien, alle Kultureinrichtungen wie etwa die Museen, Kulturangebote, die im Rahmen der offenen Jugendarbeit stattfinden, die Bibliotheken, die Volkshochschulen und weitere Angebote zur Förderung des Verständnisses
von Natur und Geschichte. Der erste geplante Projektschritt soll sich, wie bereits dargelegt, auf die Erhebung der Angebote in Krems konzentrieren. Und für die Erhebung und den Maßnahmenplan zur Förderung von kultureller Bildung in Kremser Schulen hat in Abstimmung mit der LIDA-Region Wachau-Dunkelsteiner Wald eine Ausschreibung stattgefunden. Insgesamt wurden 4 Firmen eingeladen, um ein Angebot zu legen. Und die Projektziele für die Studie waren so formuliert, dass am Ende des Projekts bekannt sein soll und aufzuzeigen ist, welche Formen der Unterstützung oder welche Angebote es aus Sicht der Schulen, Klammer Vorschule, Volksschule, NMS und AHS, sowie alle Oberstufenformen der AHS und BMHS braucht, um kulturelle Bildung in Kremser Schulen besser verankern zu können. Und des Weiteren soll ein Leitfaden vorliegen, der die bestehenden kulturellen Angebote, die für Schulen nutzbar sind, sichtbar macht. Und die Arbeit soll im Jänner 2023 beginnen und bis Juni 2023 abgeschlossen sein. Insgesamt haben 2 Firmen, die Donau-Uni Krems und EduKult, ihre Angebote abgegeben. 2 Firmen haben abgesagt. Grundlage für die Vergabe war eine Zusammenschau der jeweiligen individuellen Bewertungen der einzelnen Jurymitglieder. Und die Jurymitglieder haben dabei die Faktoren, die zu erwartende fachliche Kompetenz und Erfahrung auf dem Gebiet mit 45%, zu erwartende Preis-Leistungs-Verhältnis zu 50% sowie die Prägnanz, Strukturiertheit und die Klarheit des vorgelegten Angebotes zu bewerten. Als Jurymitglieder fungierten Doris Denk als Bereichsleiterin, der Gregor Kremser, Magister Gregor Kremser als Kulturamtsleiter, Hubert Pöll als Leiter der Musikschule und Georg Braunschweig als Leiter des Amts für Bildung. Und aufgrund der Vergabekriterien hat sich die Jury in der Sitzung vom 16.11. für das Angebot der Firma EduKult in der Höhe von 25.784 brutto entschieden und 70% dieser Kosten können voraussichtlich mit LIDA-Eigenmitteln der LIDA-Region Wachau unterstützt werden. Es wird daher beantragt, der Gemeinderat wolle beschließen. Die Stadt Krems finanziert die Studie Erhebung und Maßnahmenplan zur Förderung von kultureller Bildung in Kremser Schulen anteilig mit 30% der Kosten, also umgerechnet 7.735 Euro unter der Voraussetzung, dass die restlichen 70% der Kosten durch Förderungen abgedeckt werden können. Gleichzeitig beauftragt der Gemeinderat den Bestbieter, die Firma EduKult in Wien, mit der Projektumsetzung unter der Voraussetzung, dass der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten wird. Und die Stadt Krems gewährt weiter eine Vorfinanzierung des Gesamtprojektes bis zu dessen Abschluss, wiederum unter der Voraussetzung, dass 70% der Gesamtkosten nach der Projektabrechnung durch die Förderung abgedeckt werden. Und die Verrechnung erfolgt auf der Voranschlagstelle 3000072842020. Und ich bitte, suche um Debatte und Abstimmung. Sie haben den Antrag gehört. Bitte, Herr Gemeinderat Weißling. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hohes Präsidium, hoher Gemeinderat, ich unterstütze den Antrag, weil ich glaube, dass kulturelle Bildung, nicht nur in der Schule übrigens, ein Themenfeld ist, das oft sträflich vernachlässigt wird. Angesichts voller Lehrpläne, in denen zwar breites Fach- und Faktenwissen vermittelt wird, aber das Kennenlernen und auch das Schätzenlernen vor allen Dingen von lokaler Kultur und Kunst oft nur am Rande vorkommt. Etwas enttäuscht bin ich angesichts der Tatsache, dass wir eine externe Firma beauftragen müssen, die uns erst einmal eine Liste von konkreten Angeboten kultureller Bildung in der Stadt erstellen muss. Aber ohne diese Ist-Analyse wird man wohl keine weiteren Maßnahmen ableiten können. Der zu entwickelnde Maßnahmenplan soll also offenlegen, welche Maßnahmen es braucht für eine Stärkung und eine Adaptierung städtischer kultureller Angebote. Und an dieser Stelle möchte ich einen klaren Appell abgeben, dass wir im Anschluss auch Geld in die Hand nehmen müssen, um eben diese kulturellen Angebote auch tatsächlich zu stärken. Wenn wir wieder nur eine Studie finanzieren,
aber deren Empfehlung nicht umsetzen wollen oder können, ist diese Investition in die, eben diese Studie Geld, das eigentlich zum Fenster herausgeworfen wird. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ein Schlusswort erwünscht? Ja, es ist schon klar, dass wir das höchste Interesse daran haben an der Umsetzung. Schlusswort fertig? Das war schon fertig. Ja, Schlusswort fertig. Ich bringe den Antrag zur Abstimmung. Wer stimmt dem Antrag zu? Soweit ich das sehe, ist das einstimmig. Danke, Herr Bürgermeister, bitte Tagesordnungspunkt. Hier geht es um die Stadtbücherei und Mediathek, um die Anpassung der Tarifordnung. Und seit 2009 wurden in der Stadtbücherei die festgesetzten Gebühren für die Jahresmitgliedschaften für Kinder und Erwachsene nicht verändert. Aufgrund der kontinuierlichen Erhöhung von Personal, Material und Energiekosten soll mit 1.1.23 eine Tarifanpassung durchgeführt und alle bestehenden Tarife um rund 10% angepasst werden. Eine Jahreskarte für Erwachsene um 24 Euro zum Beispiel entspricht dann ungefähr dem Verkaufspreis eines Buches, zum Beispiel eines Romanes im Buchhandel. Es wird daher beantragt, der Gemeinderat der Stadt Krems wolle beschließen, die Tarifordnung der Stadtbücherei und Mediathek, die integrativer Bestandteil dieses Beschlusses ist, dahingehend zu ändern, dass mit 1.1.23 alle Tarife um ca. 10% angepasst werden. Dieser Antrag muss keiner vertiefenden Klimarelevanz unterzogen werden. Ich bitte um Debatte und Abstimmung. Herr Gemeinderat Wessling, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hohes Präsidium, hoher Gemeinderat, wie ich heute und vielleicht einige andere auch schon in der NÖN lesen konnten, dass wir heute noch über eine Erhöhung von Gebühren für Wasser, Kanal, Mist und Friedhof entscheiden werden. Aber nicht erwähnt in der Zeitung wird die geplante Erhöhung der Gebühren für die Bibliothek. Warum nicht? Nun, in Wahrheit geht es da eigentlich nur um relativ wenige Euros, nämlich etwa um 2.600 Euro Mehreinnahmen, und es sind nicht alle Menschen gleichermaßen davon betroffen. Betroffen von einer Erhöhung der Tarife der Bibliothek sind vor allem Menschen, die die städtischen Angebote von Kultur und Bildung, für deren Stärkung wir ja gerade votiert haben, auch tatsächlich nutzen wollen oder nutzen müssen, weil sie halt zu wenig Geld haben, um sich bei Amazon oder im Buchgeschäft entsprechend Literatur zu kaufen. Die Bibliothek ist weit entfernt davon, sich über die Gebühreneinnahmen selbst zu finanzieren. Die Gebühreneinnahmen, das sind im letzten Jahr etwa 26.000 Euro gewesen, decken etwa 10% der Kosten, nicht ganz. Also tun wir doch bitte nicht so, als ob die geplante Gebührenerhöhung jetzt etwas an der Ausfinanzierung der Bibliothek oder auch eine tatsächlich merkbare Änderung im Stadtbudget hinterlassen würde. Mir ist schon klar, dass die letzte Gebührenerhöhung für die Bibliothek auf das Jahr 2009 zurückgeht, und ich sehe natürlich auch die steigenden Kosten. Was ist es aber für ein Signal, welches wir als Gemeinderat aussenden, wenn wir den Zugang zu niederschwelliger Bildung und Kultur um das Doppelte erhöhen gegenüber dem Preis für die Müllabfuhr, wenn wir, wie wahrscheinlich heute noch in weiterer Folge, 200.000 Euro an ein privatwirtschaftliches Bildungsinstitut überweisen? Ich bin als Volksschulkind ganz gerne und auch sehr viel in die Bibliothek gegangen. Für mich war damals die Bibliothek als Kind sogar kostenfrei und ich konnte unabhängig vom Wohlwollen meiner Eltern einfach so Bücher ausleihen und lesen. Diese Freiheit habe ich genossen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, ob ich meine Eltern um Geld gefragt hätte für die Bibliothek und wie leicht sie tatsächlich zu überzeugen gewesen wären, dafür auch Geld auszugeben. Ich will jetzt nicht fordern, auch wenn ich es mir wünschen würde und diesbezügliche Abänderungsanträge gerne eingebracht werden dürfen, dass wir die Bibliotheksgebühren für Kinder streichen, weil ich weiß, dass diese Forderung wohl nicht durchgehen wird. Was ich aber fordere, ist ein Einfrieren der Bibliotheksgebühren für alle Tarife, die Familien, Kinder und andere Ermäßigungen betrifft. Deshalb stelle ich folgenden Abänderungsantrag. Die Tarifordnung der Stadtbücherei und Mediathek, die integrativer Bestandteil dieses Beschlusses ist, wird dahingehend geändert, dass mit 1.1.2023
alle Tarife mit Ausnahme der Jahreskarten für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, der übrigen Ermäßigungen der Klassenkarte und der Familien-Plus-Tarife um ca. 10% angepasst werden. Dieser Antrag muss keiner vertiefenden Klimarelevanzprüfung unterzogen werden, da keine unmittelbare Klimarelevanz zu erwarten ist und das Thema in die Negativliste aufgenommen wurde. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dem ist nicht so. Dann bringe ich den Abänderungsantrag zur Abstimmung. Wer stimmt dem Abänderungsantrag zu? Das ist mit den Stimmen der KLS. Gegenstimmen? Wer stimmt dafür? Nein, wer stimmt dafür? Das heißt, der Abänderungsantrag ist abgelehnt. Ich bringe den Hauptantrag zur Abstimmung, nachdem ich den Herrn Bürgermeister gefragt habe, ob er ein Schlusswort will. Nein, passt schon. Ich bringe den Hauptantrag zur Abstimmung. Wer stimmt dem zu? Wer stimmt dagegen? Ja, macht sie Enthaltung oder gegen? Enthaltung der KLS und der Rest ist für den Hauptantrag. Herr Bürgermeister, bitte Tagesordnungspunkt 3. Wir kommen zur AMC-Fachhochschule Krems und das Ansuchen um die Subvention für das Jahr 2022. Seit 27 Jahren fördert die Stadt Krems die Studienlehrgänge des AMC und es ist wirklich eine erfolgreiche und wachsende Bildungseinrichtung an 5 Standorten der Stadt Krems, in Krems. Es sind stark steigende Studierendenzahlen, es gibt viele Forschungsprojekte, es gibt viele Kooperationen und auch mit zahlreichen externen Auszeichnungen und Preisen bestätigt. Die Covid-19-Pandemie und die Steigerung der Energiekosten hat die Fachhochschule im Jahr 2022 vor einer großen Aufgabe gestellt und die vielfältige Gebäudestruktur von Standorten aus dem Mittelalter bis zu hochmodernen Objekten verschiedenster Vermieter, Energieversorgern und Abrechnungsmodalitäten stellt die Fachhochschule ja immer vor laufende Herausforderungen. Durch den Rückgang der Covid-Infektionszahlen bietet die AMCFH Krems im Studienjahr 2022-23 wieder Präsenzlehrveranstaltungen für mehr als 3000 Studierende in den Bereichen Gesundheitswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Life Sciences an. Über 50% der Studierenden stammen dabei aus Niederösterreich, über 10% sind direkt aus der Stadt Krems und der Kremsregion. Das stetige Wachstum der AMC hat auch einen Anstieg der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Folge. Derzeit sind schon über 340 Personen am Standort Krems beschäftigt, wobei mehr als 50% der hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gebiet Krems-Stadt und Krems-Land und fast 80% aus Niederösterreich stammen. Und aufgrund der Gesellschaftsstruktur ist die AMC, Fachhochschule Krems, verpflichtet, Kommunalsteuer in voller Höhe abzuführen und kann die Kommunalsteuerbefreiung, die anderen Hochschuleinrichtungen zusteht, nicht geltend machen. Durch ihre erfolgreiche Weiterentwicklung zählt die AMCFH mit ihrem Kommunalsteueraufkommen heute zu den Top-Wirtschaftsbetrieben der Stadt. Die Höhe der Förderung der Stadt Krems ist kontinuierlich zurückgenommen worden. 2011 waren es 450.000 Euro, 2015 294.000 Euro, 2016 und 17, 18, 19 bis 21 je 200.000 Euro. Die AMC-Fachhochschule hat mittels beiliegenden Schreiben wiederum eine Subvention in der Höhe von 200.000 Euro angesucht. Der Betrag ist im Voranschlag 22 auch vorgesehen. Dazu ist noch zu sagen, dass die Kommunalsteuer deutlich mehr als doppelt so hoch ist, die abgeführt wird, als diese Subvention beträgt. Der Gemeinderat wollte beschließen, so der Antrag, die Stadt Krems gewährt der AMC-Fachhochschule Krems für das Jahr 2022 eine nicht rückzahlbare Subvention in der Höhe von 200.000 Euro. Der Betrag steht im Budget zur Verfügung
und wird bei der Voranschlagstelle 1/2800 755607 verrechnet. Bitte um Debatte und Abstimmung. Herr Magister Mara, bitte. Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Herr Vizebürgermeister, hoher Gemeinderat, Bildung ist ein wertvolles Gut. Aber wir sind einfach der Auffassung, dass auch der dritte Bildungsweg Aufgabe der Republik Österreich wäre. Dass Krems hier zur Musterstadt für Privatisierung des dritten Bildungsweges wurde, schmerzt. Wir als Stadt Krems sind zwar an dem AMC beteiligt, eine maßgebliche Beteiligung, dass wir trotzdem eine Subvention machen müssen, obwohl hier ein gewinnbringendes Unternehmen vorliegt. Ja. Aber wir haben auch als Stadt andere Sachen noch gemacht. Wir haben damals zum Beispiel die Krankenpflegeschule geschlossen. Damals haben die jungen Frauen hauptsächlich damals aus dem Waldviertel, Bauerntöchter und so weiter, ein Taschengeld gekriegt, je nach Ausbildungsjahr bis zum dritten, haben ihr Quartier unten gehabt im Krankenhaus, waren halben Tag in der Ausbildung, halben Tag direkt am Krankenbett. Ich habe jetzt meiner Enkelin selber diese Ausbildung am IMC bezahlt. Das hat ein Geld gekostet, nicht viel, gebe ich zu, aber die Praktika, die sie dann im Spital geleistet hat, wurden nicht bezahlt. Sogar einen Parkplatz musste man bezahlen. Man hat keine Arbeitskleidung gekriegt, nichts. Ja. Also da, und jetzt wundert man sich, wenn zu wenig Pflegepersonal da ist. Also nicht alles, was privatisiert wird, ist besser, sondern es führt im Nachhinein zu einer Krise. Bei der Post haben wir dasselbe. Die Gemeinderäte in Furt müssen jetzt selber schon die Gemeindezeitung austragen, weil die Post nicht imstande ist, sie auszutragen. Und wir alle wissen, wie sollte man zum Beispiel eine Post kriegen. Und hier muss ich sagen, eine Aufgabe des Staates, den dritten Bildungsweg zu finanzieren, ist hier in falsche Hände gekommen. Die Ausbildung ist gut, aber sie wäre Aufgabe der Stadt. Und deswegen sagen wir, des Staates. Und deswegen muss ich sagen, werden wir uns der Stimme, also ich zumindest der Stimme enthalten. Danke. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, Herr Magistratsdirektor, sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, werte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Ich werde jetzt keine Einschulung geben, wie sich die MCFH Krems sonst finanziert. Die Fachhochschulstudiengänge werden üblicherweise geschnürt, es wird ein Studiengang erstellt und dieser Studiengang wird dann beim Wissenschaftsministerium der Republik Österreich eingereicht, wird dort evaluiert und wird dann genehmigt. Damit sind auch alle Studiengänge, die auf dem MCFH Krems angeboten werden, durch Gelder der Republik Österreich finanziert. Also der Bund zahlt mit. Zweitens, genauso wie die Stadt Krems einen Beitrag leistet, leistet auch das Land Niederösterreich einen finanziellen Beitrag für das Angebot des MCFH Krems. Also keine Sorge, Sie können davon ausgehen, dass auch diese tertiäre Ausbildung in der Stadt Krems an der MCFH Krems zu einem mehr als großen Teil und weit über 90% öffentlich finanziert ist und diese Studiengebühren, die verrechnet werden, die dann in erster Linie auch dazu dienen, auch entsprechende Anreize zu schaffen, gibt auch an anderen Universitäten entsprechende Studiengebühren. Ich möchte an dieser Stelle noch ein Lob an die Partnerschaft, die wir Stadt Krems mit diesem Vorzeige tertiären Bildungseinrichtung haben. Das ist ein Erfolgsprojekt, das die Stadt Krems gemeinsam mit dem IMC aufgebaut hat und das muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Herzlichen Dank und ich stehe somit auch zu dieser Subvention, die ich entsprechend auch unterstützen möchte. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dem ist nicht so. Herr Bürgermeister, ein Schlusswort erwünscht? Nein, ist schon alles gesagt. Nur noch nicht von jedem. Ich bringe den Antrag zur Abstimmung. Wer stimmt dem Antrag zu?
Das ist alle Fraktionen, ausgenommen die KLS, Grün, zugestimmt, danke. Wer enthält sich der Stimme? Die KLS, danke. Ich bitte kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Es geht um den Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten Niederösterreichs. Der Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten Niederösterreichs, kurz FLGÖNÖ genannt, ist ein überparteilicher ehrenamtlicher Verein mit folgenden wesentlichen Vereinszielen. Das eine ist die Förderung der Aus- und Weiterbildung, des Erfahrungsaustausches, Bewusstseinsbildung über Gemeindegrenzen hinaus, Optimierung der Beziehungskultur zwischen Politik und Verwaltung, Umsetzung eines modernen Verwaltungsmanagements, Pflege von persönlichen Kontakten. Es ist als Landesverband wiederum Mitglied im Dachverband, Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten Österreichs. Informationsaustausch zwischen den Mitgliedsgemeinden bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ja für einen modernen Verwaltungsbetrieb unbedingt notwendig und diese Mitgliedschaft zu diesem Verein kann diesen Informationsaustausch wesentlich fördern und stellt neben den Möglichkeiten mit dem Österreichischen Städtebund und dem Österreichischen Gemeindebund eine zusätzliche Möglichkeit dar. Der große Vorteil einer Mitgliedschaft bei diesem Verein stellt das Angebot zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung für Bedienstete, angelehnt an die Konditionen für die Bediensteten des Landes Niederösterreich in Höhe von derzeit Euro 54 inklusive 11% jährlich. Die FLGÖ hat in Kooperation mit dem Versicherungsmakler Aon Austria zum Schutz des Privatvermögens von Gemeindebediensteten der niederösterreichischen Versicherung eine Rahmenvereinbarung für eine Berufshaftpflichtversicherung ausverhandelt, die zahlreiche praxisrelevante Deckungsverbesserungen zu bestehenden Versicherungslösungen beinhaltet und zusammengefasst folgende wesentliche Deckungsinhalte bietet. Das heißt, es gibt einmal eine Pauschalversicherungssumme von 1,5 Millionen. Es sind alle Schadensersatzansprüche, die dem Versicherungsnehmer aus seiner dienstlichen Tätigkeit erwachsen, also eine Haftpflichtdeckung ist gegeben. Mitversichert sind auch Schäden, die der Dienstnehmer dem Rechtsträger durch Verwendung eines Dienstfahrzeugs zufügt. Der Versicherungsschutz besteht auch für Verteidigung, Sachverständigen und Gerichtskosten in einem Straf- und Disziplinarverfahren, das gegen den Versicherungsnehmer wegen einer Verletzung im Zusammenhang mit der Berufsausübung eingeleitet wurde. Die sogenannte Straf- und Disziplinarrechtsschutzdeckung. Und der Versicherungsschutz bietet für Tätigkeit während aufrechter Versicherung bis zu 10 Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertrags, die sogenannte Nachhaftung. Soweit ein Dienstnehmer funktionsbedingt auch für eine andere Körperschaft tätig ist, gelten Regressansprüche dieser anderen Körperschaft als mitversichert. So, aufgrund dieser Berufshaftpflichtversicherungsangebotes für alle Bediensteten von Mitgliedsgemeinden des FLGÖ wird der Beitritt der Stadt Krems an der Donau auch seitens der Personalvertretung des Magistrates der Stadt Krems an der Donau sehr begrüßt. Der Mitgliedsbeitrag für Städte und Gemeinden, derzeit Euro 75 pro Kalenderjahr, ist sehr, sehr günstig. Und ich sage, die Beendigung der Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich erfolgen und ist sofort wirksam, sofern kein Austrittsdatum angegeben wird. Es wird daher beantragt, dass der Gemeinderat beschließen wolle. Der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau als gemäß § 32 Z9 Niederösterreich Strock zur Entscheidung über den Beitritt der Stadt zu Vereinen zuständiges Organ beschließt per 01.01.23 den Beitritt der Stadt Krems an der Donau zum Verein Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten Niederösterreichs mit der ZVR 166754689 im Rehe Enzersdorf. Dieser Antrag bedurfte keiner vertiefenden Klimarelevanzprüfung. Und die Verrechnung des Mitgliedsbeitrages erfolgt über die Voranschlagstelle 1-0107260. Ich bitte um Wortmeldungen bzw. Abstimmung. Gibt es zu diesem Antrag Wortmeldungen? Dem ist nicht so, ein Schlusswort. Auch nein, danke. Ich bringe den Antrag zur Abstimmung. Wer stimmt dem Antrag zu?
Das ist einstimmig. Danke. Ich übergebe den Vorsitz an den Herrn Bürgermeister. Danke. Herr Stadtrat, bitte. Tagesordnungspunkt 5. Eigentlich 6 jetzt schon. Ja. Hoher Gemeinderat, es geht um die Vereinbarung mit dem Land Niederösterreich, Anschlussstelle Kneixendorf Süd. Als Anlage ist die Finanzierungs-, Errichtungs- und Erhaltungsvereinbarung Anschlussstelle, kurz AST, Kneixendorf Süd. Das ist der Knoten B37 Kremser Straße, L7081 Langenlöser Straße, bekannt durch das Schnitzelplatzl. Dort soll vom Land Niederösterreich eine Anschlussstelle errichtet werden. Die geplante Anschlussstelle stellt einen wichtigen Bestandteil des Sicherheitsausbaus der B37 dar. Es ist, wie im Ausschuss auch kurz gesagt worden ist, die einzige Ampel zwischen St. Pölten und Zwettl, die noch auf dieser Straße besteht. Die soll jetzt entfernt werden. Die Planung sowie die Abwicklung der erforderlichen Behördenverfahren erfolgt ausschließlich durch das Land Niederösterreich. In dem Projekt sind derzeit folgende Projektteile berücksichtigt. Die Niveaufreimachung des Knoten B37 L7081 inklusive Gehsteige und Anbindung für den landwirtschaftlichen Verkehr. Abbruch der bestehenden Wirtschaftswegüberführung über die B37, Errichtung einer Lärmschutzwand südlich des Knotens B37 L7081 und die südliche Verlängerung der Lärmschutzwand. Für die Finanzierung, Errichtung und Erhaltung der Anschlussstelle sowie der Verlängerung der Lärmschutzwand ist nun eine Vereinbarung zwischen dem Land Niederösterreich und der Stadt Krems erforderlich. Die Inhalte der Vereinbarung sowie der Projektentwurf wurden am 8. April 2022 mit Vertretern des Landes, unter anderem Herrn Landesstraßenbaudirektor Diplom-Ingenieur Decker, politischen Vertretern der Stadt Krems, unter anderem Herrn Bürgermeister Dr. Resch und Herrn Stadtrat Sedlmeier, sowie Vertretern der Verwaltung des Landes Niederösterreich und der Stadt Krems vorbesprochen. Die wesentlichen Inhalte der Vereinbarung kurz zusammengefasst: Ausschreibung und Abwicklung erfolgt durch das Land Niederösterreich in Abstimmung mit der Stadt Krems, Teilbeauftragung durch die Stadt Krems. Kostentragung der Anschlussstelle im Wesentlichen durch das Land Niederösterreich, Ausnahme der Gehsteig entlang der Westrampe sowie Weiterführung bis zum Gehsteig östlich der Langenlöser Straße. Das heißt, der Gehsteig wird von der Stadt Krems oder ist teilweise von der Stadt Krems zu bezahlen. Weiterführung des Gehsteigs auch in Richtung Bründelgraben. Rund 150 Meter soll der Gehsteig verlängert werden in Richtung Stadt Krems. Grundeinlöse, Abwicklung und Kostenübernahme durch das Land Niederösterreich. Eine Aufzahlungsregelung besteht für die Stadt Krems. Die Lärmschutzwand soll in der Höhe von 3 Meter, Länge rund 390 Meter, auch da ist eine Teilkostenübernahme durch die Stadt Krems angedacht. Der Anschluss der Umfahrung Kneixendorf ist in der Plandarstellung nicht dargestellt. Da geht es darum, dass zur Entlastung der Kneixendorfer Hauptstraße hat der Gemeinderat von Krems im Jahr 2016 eine Umfahrung von Kneixendorf abgestimmt, für eine Umfahrung Kneixendorf abgestimmt. Und man muss auch sagen, man sollte das, was hier errichtet wird vom Land Niederösterreich, wirklich zum Anlass nehmen, eine Verkehrsentlastung auch für die Kneixendorfer Hauptstraße nicht nur anzudenken, sondern auch einzufordern. Die Kostenaufteilung Land Niederösterreich Stadt Krems bedeutet für die Stadt Krems im Jahr 2025 Kosten inklusive Ust von 80.000 Euro für den Gehsteig, im Jahr 2026 für den Gehsteig 194.000 Euro und für die Lärmschutzwand 110.000 Euro und im Jahr 2027 114.000 Euro für den Gehsteig und 110.000 Euro für die Lärmschutzwand. Die Kosten für eventuell erforderliche Aufzahlungen bei der Grundeinlöse können zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Es geht hier ungefähr um 2,44 Hektar. Es gibt insgesamt 4 Grundstückeigentümer. Zu den Gesamtkosten des Projektes ist festzuhalten, dass diese im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen und im Wesentlichen vom Land Niederösterreich getragen werden. Die Kosten der Stadt Krems habe ich hier erwähnt. Eine genauere Kostenschätzung kann erst nach Vorliegen der Detailplanung und dem aktuellen Baupreisindex erfolgen. Die Kosten in Höhe von 80.000 Euro inklusive Ust für das Jahr 2025, 304.000 Euro für das Jahr 26 und 224.000 für das Jahr 27 sind im Budget vorzusehen. Die Klimarelevanzprüfung fällt aufgrund der zusätzlichen Versiegelung von mehr als 900 Quadratmeter negativ aus. Dem steht die Erhöhung der Verkehrssicherheit
Verkehrssicherheit an dem Knoten gegenüber. Und wie von mir erwähnt, es sollte wirklich Anlass sein, dass wir uns wirklich überlegen, wie wir die Gneixendorfer Hauptstraße vom Verkehr, vom Durchzugsverkehr entlasten können. Es gibt ein hochrangiges Straßennetz, das jetzt verbessert wird, und wir sollten versuchen, entweder so viel Verkehr wie möglich auf das höher hochrangige Straßennetz auszulagern oder eben über die Umfahrung Gneixendorf weiter zu entscheiden. Ich stelle daher den Antrag, der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau möge beschließen, der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau genehmigt den Abschluss der beiliegenden Finanzierungs-, Errichtungs- und Erhaltungsvereinbarung, Anschlussstelle, kurz AST, Gneixendorf Süd, Knoten B37, Kremser Straße, L7081, Langenläuser Straße. Die von der Stadt zu tragenden Errichtungskosten des Gehsteigs sind unter Investitionen SBK, Straßen- und Wasserbau in Klammer 5/6000 vorzusehen und liegen laut vorliegender Grobkostenschätzungen des Landes Niederösterreich und dem Büro Schneider Consult in der Höhe von voraussichtlich 80.000 Euro inklusive Ust für das Jahr 2025, 194.000 inklusive Ust für das Jahr 2026 und 114.000 Euro inklusive Ust für das Jahr 2027. Die anteilige von der Stadt Krems zu tragende Errichtungskosten der Lärmschutzwand sind unter der Vorkostenanschlagstelle 1/52.3000/77.1000 Transferzahlung an Land Niederösterreich vorzusehen und liegen laut vorliegender Grobkostenschätzung des Landes Niederösterreich in der Höhe von voraussichtlich eben 110.000 Euro inklusive Ust für das Jahr 2026 und 110.000 Euro Ust inklusive Ust für das Jahr 2027. Sie haben den Antrag gehört. Wer meldet sich bitte, Herr Vizebürgermeister? Entschuldigung, Herr Stadtrat. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Herr Vizebürgermeister. Ja. Sie haben den Antrag jetzt gehört und ich sage danke hier wirklich an das Land. Es geht um den Sicherheitsausbau der B37. Es ist viel schon umgesetzt worden und viel gemacht worden. Es ist jetzt der Lückenschluss, es ist die Entflechtung dieses Knoten Gneixendorfes und dem ist natürlich zuzustimmen und mit großer Freude können wir auch heute diesen Antrag hier im Gemeinderat hören, wer genau aufgepasst hat, 8.4. Wir sind eh schon höchst an der Zeit, das abzuschließen. Danke. Herr Gemeinderat, bitte. Herr Hohes Präsidium, hoher Gemeinderat, zwei Dinge. Also wir werden erstens mit dem Antrag zustimmen. Bleibt aber doch auch darauf hinzuweisen, dass diese 150 Meter Gehsteig wirklich eine Menge Geld kosten und tatsächlicherweise irgendwo im Nichts enden werden. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, dass die Langenläuser Straße eine sehr alte, eine sehr enge Straße ist. Da gibt es Engstellen, da ist es eigentlich gar nicht einmal so einfach möglich, überhaupt einen Gehsteig zu errichten. Wer dort öfters unterwegs ist, weiß, dass es schon beim Überholen von Radfahrern zu sehr schwierigen Situationen kommt, wenn dann Fußgänger ebenso mit dabei sind, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, also selbstverständlich, in den letzten Jahren hat sich Gneixendorf, bitteschön, von der Bevölkerung her so nach oben entwickelt, dass es wirklich innerhalb des Kremser Staatsgebiets als sozusagen explodierender Wohnort genannt werden kann. Also Zustimmung von uns. Was mir auch noch wichtig ist, diese landwirtschaftliche Brücke, die dort leider weichen muss, weil das straßenbaulich offensichtlich nicht anders geht, wird ja ersetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das finde ich auch wichtig, weil schließlich unendlich ist dort wirklich auf der anderen Seite wunderschönstes Weingartengebiet, wer dort noch nicht spazieren war. Sehr große Empfehlung. Also von uns eine Zustimmung, aber auch der Hinweis, wir dürfen nicht vergessen, dann irgendwann einmal auch die Langenläuser Straße in unsere Verkehrsentwicklungskonzepte mit aufzunehmen. Danke. Weitere Wortmeldungen? Herr Heinz, bitte, Kollege. Sehr geehrter Bürgermeister, hohes Präsidium, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Zu erwähnen wäre auch Danke an die Frau Kollegin Schmidt und auch an ihren Kollegen, die da sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Die Anschlussstelle wird gebaut vom Land. Ja. Wir haben jetzt die Chance, da einen Gehsteig zu errichten in Kooperation mit dem Land und die Lärmschutzwand. Das ganze Projekt ist
sehr gut. Ja. Es dient auch der Entlastung des Individualverkehrs, in Klammer Fahrradanbindung, Langenloes, Kneixendorf nach Krems Downtown. Also ich befürworte dieses Projekt sehr und bedanke mich bei allen Beteiligten. Weitere Wortmeldungen? Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, nur kurzer Hinweis, es ist schon geplant, in der Phase 2 den Gehsteig zu verlängern. Also der wird dort nicht mitten in der Langenloeser Straße dann enden. Schlusswort erwünscht? Nein, passt. Danke. Ich bringe den Antrag zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Danke. Einstimmig. Entschuldigung. Zwei Stimmenthaltungen von der SPÖ. Gemeinderat Scheichl und Frau Gemeinderat Wanner. So, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6.7. Entschuldigen. Ja. Herr Stadtrat-Meyer, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hohes Präsidium, werte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, meine Damen und Herren, der folgende Antrag behandelt die Aufstellung der außer- und überplanmäßigen Ausgaben und deren Bedeckung. Für den Voranschlag 2022 konnten einzelne Voranschlagspositionen aus verschiedenen Gründen nicht exakt berechnet werden. Besonders niedergeschlagen haben sich hier die steigenden Energiekosten. Und so kommt es zu einem Wert von 600.000 Euro, der nicht im Budget 2022 geplant war. Man möge diese 600.000 in Relation zur Gesamtsumme des Budgets 2022 von mehr als 90 Millionen in Relation setzen und man kann daraus ablesen, dass eigentlich sehr genau und sehr präzise geplant war und dass auch die Budgetpositionen von den betroffenen Stellen sehr genau eingehalten worden sind. Also diese 600.000, die auch im langjährigen Schnitt etwa dementsprechend entsprechen, was immer wieder vorkommt, zeigen eigentlich, dass im Magistrat hervorragende Arbeit geleistet wird. Ich stelle folgenden Antrag. Der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau genehmigt für das Rechnungsjahr 2022 über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben laut beiliegender Aufstellung in der Gesamthöhe von 600.000 Euro. Diese sind durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen laut beiliegender Aufstellung, sie ist zugegangen, zu bedecken. Ich bitte um Diskussion. Herr Gemeinderat, bitte. Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Herr Vizebürgermeister, Herr Stadtrat, hoher Gemeinderat, ich habe also auch die Unterlagen gekriegt, nur in der Beilage dazu stehen 400.000. Und diese Differenz zwischen 600 und 400 würde ich bitten, dass man die erklärt. Ich kann mir es nicht aus die Finger ziehen. Danke. Weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinde, also Herr Stadtrat, bitte. Hohes Präsidium, hoher Gemeinderat, Sie haben im Stadtsenat auch schon das hinterfragt, dass da eigentlich ein Drittel des Betrages als Restbetrag quasi blanko heute mit beschlossen werden für die letzten zwei Wochen. Wir sehen das grundsätzlich ein, dass da anscheinend für zwei Wochen da jetzt noch über 200.000 Euro kommen könnten, hätten aber gern dann im Jänner eine entsprechende Auflistung, wie die zustande gekommen sind. Werden aber dem grundsätzlich zustimmen. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Schlusswort erwünscht. Bei dieser Differenz handelt es sich um noch nicht bekannte Aufwendungen, die in den nächsten Monaten
bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses noch anfallen werden, haben also den Wert, den Charakter einer Rückstellung. Selbstverständlich werden dann bei der Erstellung des Jahresabschlusses diese Werte zur Verfügung stehen. Bis zur jener Sitzung, muss ich ehrlich sagen, ist einfach zu früh. In diesem Sinne gerne, wir klären alles auf, es gibt nichts zu verbergen, es ist einfach der Prozess der Jahresabschlusserstellung ist so. Dann bringe ich den Antrag zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Danke, einstimmig. Nächster Tagesordnungspunkt, Beteiligungen. Der nächste Tagesordnungspunkt betrifft die Beteiligungen, die Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Krems. Die Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Krems werden natürlich, muss ich sagen, und nach dem Stadtrechtsorganisationsgesetz § 64 Absatz 3 von einem Wirtschaftsprüfer überprüft. Diese Abschlussergebnisse, diese Prüfungsergebnisse liegen nun vor. Es handelt sich im Konkreten um die Kremser Immobiliengesellschaft MbH und die Kremser Immobiliengesellschaft GmbH und Co. KG. Es handelt sich um das Weingut der Stadt Krems GmbH und das Weingut der Stadt Krems GmbH und Co. KG. Um die Stadtmarketing Krems GmbH, die Hafen- und Industriebahn GmbH und die GEDESAG, gemeinnützige Donau-Ennstaler Siedlungsaktiengesellschaft. Die einzelnen Unterlagen liegen im Akt vor, aber ich darf vielleicht auf die einzelnen Ergebnisse eingehen. Das Weingut der Stadt Krems hat eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen. Es gab im vergangenen Jahr so ein bisschen einen Knick, der hat sich aber dadurch ausgeglichen, dass erstmals neu ausgesetzte Weingärten ihre Erträge realisieren konnten und dadurch gab es also eine wirklich sehr gute Ernte. Noch dazu hat die Witterung auch mitgespielt. Also beim Weingut haben wir eine absolut erfreuliche Entwicklung und zwar sowohl was den Vertrieb angeht, als auch was die Produktion angeht. Bei der Kremser Immobiliengesellschaft ist es uns jetzt gelungen, durch entsprechende Maßnahmen, vor allem also durch Anpassungen der Kreditlinien, diese Liquiditätslücke, die wir in der Vergangenheit hatten, weitgehend zu schließen und die Projekte, die jetzt anstehen, das momentan aktuellste ist ja die Volksschule am Hafnerplatz, können wir wunderbar über die Bühne bringen. Die Schule wird ja demnächst ihrer Bestimmung übergeben werden. Die Stadtmarketinggesellschaft ist ebenfalls, also würde ich sagen, ein sehr, sehr ein ausgesprochenes Erfolgsprojekt. Unsere Stadtmarketinggesellschaft hat die Altstadt eigentlich gefüllt. Wenn man so selbst an einem Wochentag am Abend durch die Stadt geht, dann pulsiert hier das Leben und da muss man sagen, das ist schon ein Produkt einer sehr, sehr kontinuierlichen Arbeit, die hier in der Stadtmarketinggesellschaft geliefert worden ist. Wir hatten jetzt in den Adventwochen durchschnittlich etwa 100.000 Besucher in der Altstadt. Also die Zeiten, wo man von einer verödeten oder sterbenden Altstadt reden konnte, die sind, glaube ich, endgültig vorbei. Die Hafen- und Industriebahngesellschaft hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Sie hat im vergangenen Jahr ein schlechteres Ergebnis gehabt, weil sie sehr hohe Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen hatte. Die sind im Aufwand verbucht worden, weil sie nicht aktivierungsfähig waren. Das kommt uns jetzt wieder zugute, bedeutet, dass die Abschreibungstangente geringer ist und damit wird das Ergebnis auch sehr gut. Und die GEDESAG ist eine der bedeutendsten niederösterreichischen Wohnbaugesellschaften. Das für die Stadt Krems ausschüttbare Ergebnis ist immer sehr dürftig, das sind 19.000 Euro. Das liegt am Gemeinnützigkeitsgesetz
sie darf nicht ausschütten, sondern jegliches positive Ergebnis ist ja in neue Bauprojekte und damit in Wohnungen zu investieren. Ja, ich stelle also den Antrag. Der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau nimmt die dem Antrag angeschlossenen Ergebnisse der gemäß den Bestimmungen des § 64a Absatz 3 nö Strock vorgelegten Jahresabschlüsse bzw. Berichte der Abschlussprüfer der genannten Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2021 zur Kenntnis. Ja, ich bitte um Diskussion. Gibt es Wortmeldungen, Herr Gemeinderat? Du hast schon dreimal aufgezeigt. Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Herr Vizebürgermeister, Herr Stadtrat, hoher Gemeinderat, immer wieder die Begrüßung. Aber erst einmal ein großes Kompliment an unser Weingut und seinen Geschäftsführer. Das muss man wirklich sagen, der hat einen sogar einen Applaus verdient, weil das, was der geleistet hat, muss ich sagen, ist einmalig. Bei der KIK hätte ich eine Bitte, um es ein bisschen klarer zu machen, diese Jahresabschlüsse, dass man da zum Beispiel, was hat die Stadt hinein investiert an Zuschüssen und so weiter. Das fehlt da drin eigentlich, weil wir haben ja doch große Beträge auch der KIK zur Verfügung gestellt und wenn das nicht drinsteht, sondern ein Gewinn, dann ist das eigentlich eine Augenauswischerei für mich. Ja? Bei der GEDESAG, das ist für mich eine Blackbox, muss ich ehrlich sagen. Sie kontrollieren sich ja eigentlich selber, also die Wirtschaftsprüfer sind natürlich da, aber die Kontrollgesellschaft und das Kontrollamt der Stadt Krems sind ja leider entzogen, so wie die anderen Firmen ja leider auch durch Änderungen im Strock. Aber da muss ich auch sagen, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die einfach durch die Annuitäten, die GEDESAG teilweise Wohnkosten erhöht hat, ich weiß konkret den Fall für 65 Quadratmeter Wohnung von 560 auf 710 ist für manche Menschen nicht mehr tragbar. Ja? Zusammen mit den Energiekosten, das sind keine Heizkosten, dabei auch die Betriebskosten sind nicht gestiegen, das sind nur die Annuitäten, die da so gestiegen sind. Und da, natürlich, aber was tun wir? Ja? Eine Frau, die 1300, 1400 Euro verdient und damit knapp über Wohnkostenzuschuss, Heizkostenzuschuss und so weiter liegt, wovon soll die dann noch leben? Und da muss ich sagen, sollten wir uns überlegen, wir haben jahrelang die Forderung erhoben, dass die Stadt Krems wieder Gemeindewohnungen baut und das zeigt einfach, wie dringend das notwendig war, weil dort hätten wir eine Handlungsfähigkeit. Und das haben wir voriges Jahr gesehen, indem wir dort die Mieterhöhungen für die Bedürftigen ausgesetzt haben. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen? Herr Stadtrat, bitte. Ja, ich will mir den Dank anschließen, sehr geehrter Gemeinderat. Ich komme aus der Privatwirtschaft und muss sagen, in den ersten Monaten als Gemeinderat und Stadtrat habe ich eine Stadt vorgefunden, wo die Finanzen wirklich ganz in Ordnung gebracht worden sind. Die Stadt selber steht sehr gut da. Und beim Ausschuss habe ich auch kennengelernt, dass alle Beteiligungen der Stadt Krems, wo 100% oder 99% wie der GEDESAG sind, nicht nur gut dastehen, sondern wirklich steigende Erlöse haben. Und da muss man echt einmal sagen, herzliche Gratulation zum Team, dass die Stadt Krems gut dasteht und auch ihre Beteiligungen wirklich ausgezeichnet wirtschaften. Und ich glaube, das kann der Gemeinderat und alle Bürger und Bürgerinnen von Krems nur als positiv ansehen, dass so gut gewirtschaftet wird. Danke. Weitere Wortmeldungen? Frau Stadträtin, bitte. Ja, hoher Gemeinderat, Weingut der Stadt Krems, wir haben es schon gehört, nicht nur der Vertrieb, auch der Wein selber. Wir genießen ihn selbst, wir können ihn sehr gut genießen und wir verbreiten ihn in ganz Österreich und auch in die Welt hinaus. Es ist gut und ein Zeichen auch, dass Marketing der Stadt Krems, eine absolute Erfolgsgeschichte auch, muss man sagen, die Innenstadt lebt wieder.
Der Horst Berger macht das absolut toll, muss man sagen, mit seinen Märkten, mit seinen Weihnachtsmärkten, mit seinen ganzen Aktivitäten. Nichtsdestotrotz darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Betriebsansiedlungen auch in seinem Pouvoir drinnen sind. Und ich meine, die Innenstadt allein ist zwar super, aber nicht alles, was in dieser Stadt passiert. Ja, Gedesack klingt natürlich am Papier total schön. Ja, schön wäre es, wenn wir es vielleicht als Stadt kontrollieren könnten. Schön wäre auch, wenn die Gedesack nicht nur neue Wohnungen bauen würde, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr sich um die Bewohner der alten Wohnungen kümmern würde. Ja, es würde auch Ihnen gut zu Gesicht stehen, wenn Sie gerade in Zeiten wie diesen nicht mit dem Mietzins, mit vollem Gerät hinauffahrt, weil es gibt viele Menschen, die sich es wirklich nicht mehr leisten können, die nicht mehr wissen sollen, wie sie Strom, Gas und diese erhöhten Betriebskosten und die Mieten zahlen sollen. Das alles, also ja, toll, dass wir so gute Berichte haben und dass es der Stadt und den ausgelagerten Gesellschaften so gut geht, aber ein kleiner Wermutstropfen ist meines Erachtens dabei. Weitere Wortmeldungen? Dann eine kurze Info noch dazu, die Gedesack als gemeinnütziger Bauträger muss kostendeckende Mieten vorschreiben. Schlusswort? Schlusswort. 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 KIK, Zuschuss aus der Hoheitsverwaltung 900.000 Euro. Dann Gedesack, die Gedesack ist im Rahmen des Gemeinnützigkeitsgesetzes bei der Erstellung der Mietkalkulationen bzw. der Kalkulationen für den Verkauf von Eigentumswohnungen sehr streng an gesetzliche Regulative gebunden. Selbstverständlich ist es so, dass gerade die hohen Baupreise, Grundstückspreise im Raum Krems natürlich auch zu höheren Mietpreisen bzw. Wohnungspreisen führen. Das ist eine Entwicklung, die für uns relativ, uns sage ich jetzt Gedesack, weil ich ja dort Aufsichtsrat bin, für uns durchaus eine unangenehme Entwicklung ist, weil wir eigentlich im Ballungsraum Krems relativ schwer nur mehr überhaupt leistbares Wohnen schaffen können. Was die Betriebskosten angeht, ist das natürlich etwas, das ja auch kaum in der Hand der Gedesack selbst liegt, weil die Energiekosten, die jetzt rapid angestiegen sind, die liegen ganz sicher nicht bei der Gedesack selbst. Ansonsten meine ich, dass hier durchaus sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Die Entwicklung, dass wir eher in entlegenere Gegenden mit dem Wohnbau ausweichen müssen, ist leider eine eher unangenehme Entwicklung. Vielleicht ändert sich es wieder. Es heißt ja allgemein, dass der Bauboom ja langsam nachlässt wieder und angeblich sind die Auftragsbücher der Baufirmen gar nicht mehr so voll. Das wird sich dann vielleicht positiv wiederum auswirken auf die Baupreise. In diesem Sinne ja, hoffen wir, dass es so ist. Wir werden ganz sicher im Finanzausschuss einmal den Vorstandsdirektor Ole Atschik einmal einladen, damit er auch vielleicht kurz ausführt, wie denn die Kalkulation der Wohnungen gestaltet wird und wie die gesetzlichen Regelungen sind. Die Regelungen sind sehr streng, weil natürlich auch die Förderrichtlinien vom Land davon ja abhängen. Da ist der Bewegungsspielraum relativ gering. Ich bringe den Antrag zur Abstimmung. Okay. Wer ist für diesen Antrag? Danke. Einstimmig bitte. Ja. Ich stelle den Antrag zur Geschäftsordnung, und zwar die Tagesordnungspunkte 8, 9 und 10 gemeinsam zu referieren. Und zu diskutieren und dann einzeln abzustimmen. Wer ist für diesen Antrag? Danke, einstimmig. Herr Stadtrat, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeisterin, Herr Vizebürgermeister, geschätzte Damen und Herren des Stadt- und Gemeinderates, Zuhörerinnen hier im Saale und zu Hause.
Ich möchte heute mal beginnen, einen Dank vorweg anzubringen, und zwar an die Frau Sarah Tiefenbacher, die es kurzfristig möglich gemacht hat, heute jetzt diese paar Folien, es handelt sich genau um 9, aber ich glaube, es ist leichter, die Zahlen, wenn man es gesehen hat, dass wenn man jetzt das vorbitte, ich glaube, veranschaulicht ist es leichter nachzuvollziehen. Danke auch den Herrn Bereichsleiter Magister Debisch, der ja schon mit diesen Unterlagen die Steuerungsgruppe informiert hat und davon eigentlich die Grundlage geschaffen hat zu den kommenden 3 Anträgen. Und danke auch gleich an dieser Stelle an Ingenieur Haslinger, Ingenieur Hollensteiner und Frau Ingenieur Gärtner, die ausgehend von der letzten Steuerungsgruppe Budget, die am 1. Dezember war, bis zum heutigen Tage, also eigentlich die Anträge fertig und auch die Betriebsfinanzierungspläne geschafft haben. Herzlichen Dank dafür. Nunmehr zu den anstehenden Vorschlägen für Gebührenerhöhung im Bereich der Wassergebühr. Und zwar möchte ich da nur 2 Folien jeweils zeigen, die zeigen die Entwicklung unseres Gebührenhaushaltes im Vergleich zu dem VPI, das ist der bekannte Einkaufskorb, von 2015 weg hat sich dieser um 19,9% erhöht. Und wenn man uns anschaut, unsere Wassergebühren lediglich um 3,7, das heißt, wir haben da einen Abstand oder ein Delta von 16,2%. Und die Schätzung für den VPI für das Jahr 2022, wie man sieht, ist mit 8,7% ja prognostiziert und hier eingearbeitet. Die nächste Folie zeigt dann die großen Ausgaben in dem Bereich Wasserversorgung, zeigt sich, was ja jeder spürt und natürlich auch die Stadt Krems und ihre Betriebe. Der Strom, eine Erhöhung um 200%, Personal, Gott sei Dank, die auch besseren Abschlüsse, 8%, was natürlich auch zu Mehrbelastung führt, und die Materialsteigerung um 20%. Ergibt eine Steigerung vom Jahr 2021 auf 2023 in Summe von 44% im Bereich der Wassergebührenordnung. Das nächste, den Kanalgebühren, zeigt sich wieder, dass das nicht ganz so stark ist, wenn wir uns erinnern, 2020, 2021 und 2022, die Erhöhung, die angesetzt war, auf knapp 8% auf 3 Jahre aufgedrittelt haben, so quasi 2,6 im Jahr 2020, 2021 und 2022. Aber immerhin gibt es da immer noch knapp ein Delta von 8%. Die großen Brocken, auch hier, wenn wir weiterschalten bitte, die Stromkosten, eben halt mit den 200% von 40.000 auf 120, die Personalerhöhung, der GAF-Beitrag, das ist der Beitrag, den die Stadt Krems für die Kläranlage zu zahlen hat, ein Plus von 900.000 Euro für das Jahr 2023 und eine gesamte Erhöhung von heuer auf Vorjahr, von heuer auf das nächste Jahr von 30%. Und beim Abfallwirtschaftsamt, also bei den Müllgebühren, zeigt sich, dass wir da eigentlich schon lange, seit 2015, kaum mehr Erhöhung gehabt haben, da das größte Delta mit 17,3% sich zeigt. Und wenn wir dann jetzt umschalten, in den Jahren 17 ist bis 23, die Entsorgung ist um 18,7% gestiegen, das Personalkosten eben auch um plus 8. In Summe haben wir hier 15% Steigerung. Und das hat von der Steuerungsgruppe ausgehend, das war die Grundlage dafür, dass man dort diskutiert hat und mehr oder weniger, sage ich jetzt einmal, übereingekommen ist, doch Gebührenhaushalte anzupassen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, um wie viel sich das geändert hat, sage ich jetzt vorwegschickend, bevor ich jetzt zu den Anträgen komme, die ja alle dann um diese 5% erhöht werden sollen, glaube ich, von einer moderaten Anpassung sprechen zu können, wenn man da diese Unterschiede jetzt veranschaulich bekommen hat. Das war mal zu dieser Präsentation. Nun zu den Anträgen selbst. Der Antrag Nummer 8 behandelt eben die, wie vorgeschlagen, die 5%ige Erhöhung der Wassergebühren. In den letzten Jahren sind die Kosten, konnten die gestiegenen Kosten durch das Wasserwerk durch Einsparungen und Effizienzsteigerungen nur teilweise kompensiert werden. Die prognostizierte allgemeine Inflation für 2022 beträgt, wie wir gesehen haben, 8,7%. Der Hauptkostenanteil für Wasserführung sind jedoch die Stromkosten, weil man muss einmal vom Brunnenfeld das Wasser überhaupt ins Netz bekommen. Das heißt, unsere Brunnenfelder ist Landersdorf und unten in Schlickendorf.
Da braucht man mal viel Energie, die Pumpen und dann in die höher gelegenen Weiterleitung des Wassers braucht man eben viel Strom. Wie wir gesehen haben, hat sich das mehr als verdoppelt, fast verdreifacht, der Energieaufwand. Und dadurch ist natürlich die finanzielle Gebarung der Wasserversorgung stark beeinflusst worden. Nun, auf Basis des Betriebsfinanzierungsplanes für das Jahr 2023 soll nun die Wasserbezugsgebühr von bisher 1,80 € um die 5% auf 1,89 € pro Kubikmeter angepasst werden, die Wasseranschlussabgabe von 10,59 € pro Quadratmeter Berechnungsfläche auf 11,12 € pro Quadratmeter Berechnungsfläche und die Bereitstellungsgebühr für die Wasserzähler von 10,82 € pro Kubikmeter pro Stunde Überlastdurchfluss des Wassers auf 11,36 € angepasst werden. Die Verordnung für die Änderung des Wasserbezugsgebühr, der Bereitstellungsgebühr und des Einheitssatzes für die Wasseranschlussabgabe soll mit 1.11.2023 in Kraft treten. Es wird daher der Antrag gestellt, der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau beschließt gemäß § 5 Niederösterreichisches Gemeindewasserleitungsgesetz 1978, Landesgesetzblatt 6930-1 in der letztgültigen Fassung nachstehende Verordnung der Stadt Krems an der Donau für die Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren 2023. Um mir die Verlesung zu ersparen, möchte ich anmerken, dass der Wortlaut dieser Verordnung jenem gleicht, der jetzt gültigen Fassung, lediglich natürlich die neuen Richtsätze sind eingearbeitet und beim Paragraph 7 möchte ich anmerken, da ist in der alten Verordnung noch der Passus drinnen, dass zur Ablesung Karten ausgesendet werden und die Bürgerinnen und Bürger mögen diese retour schicken, gibt es jetzt in der neuen Verordnung nicht mehr, weil wir ja unsere Zähler alle jetzt auf Funk umgestellt haben und funkmäßig ausgelesen werden. Das sind die Unterschiede zur neu zu beschließenden Wassergebührenverordnung. Paragraph 9 betrifft den Kanal. Hier haben wir gesehen, dass wir mit 11.12., ich meine, nicht gesehen, aber die letzten drei Jahre, wie ich erwähnt habe, jeweils um ca. 2,6% erhöht haben. Die Vorgabe der Steuerungsgruppe sieht eben jetzt vor, die Einheitssätze betreffend sämtlicher mit Kanal betroffenen Abgaben, wie die Kanaleinmündungs-, die Ergänzungsabgabe und die Kanalbenutzungsgebühr, der Kanalabgabenordnung der Stadt Krems für das Jahr 2023 eben um die 5% zu erhöhen. Und die jährlichen Zusatzkosten belaufen sich dadurch für das Jahr 2023. Hier habe ich es angeführt, darf ich noch nachtragen zum Wasserverbrauch. Diese 5%ige Erhöhung würde einer Belastung von 22,50 Euro in etwa für einen durchschnittlichen Haushalt pro Jahr betreffen. Und hier beim Kanal sind es 12,35 Euro. Es wurde eben dank der der Betriebsfinanzierungsplan erstellt, um nachzuprüfen, ob eben die neuen Richtsätze oder Einheitssätze auch dem Kanalgesetz entsprechen. Und nach erfolgter Prüfung hat sich herausgestellt, dass dies der Fall ist. Die Abgabenanpassung soll auch eben dazu führen, um zusätzliche Mittel für den weiteren Ausbau bzw. die weitere Anpassung des Kanalnetzes, die Inflation und auch die Sicherung des budgetierten Beitrages bereitstellen zu können. Ich erinnere jetzt nur an unser tolles, muss ich schon sagen, Kanalprojekt in der Ringstraße. Ohne Rücklagen wäre sowas nicht zu bewerkstelligen. Nachstehend eine Gegenüberstellung der festzusetzenden Einheitssätze, die ich jetzt verlesen möchte, im Vergleich von 2022 auf 2023. Das ist der Einheitssatz Kanaleinmündungs- und Ergänzungsabgabe für den Mischwasserkanal von 21,30 plus 5% auf 22,35. Schmutzwasserkanal von 18,25 auf 19,15. Regenwasserkanal von 10,05 auf 10,55. Und Kanalbenutzungsgebühr von 3,24 € auf 3,40 €. Ebenfalls neu ermittelt wurde die Einheitssätze für die schmutzfachbezogene Kanalbenutzungsgebühr. Diese wurde in den Betriebsführungsplan 2023 berechnet und sollen wie folgt neu festgesetzt werden. 22,69 € und 23,26,05 €. Die Kanalabgabenordnung 2023 ist außer den neu festzusetzenden Einheitssätzen in den Paragraphen 1, 4 und der Rechtswirksamkeit im Paragraph 8 mit der Kanalabgabenordnung 2022 im Wortlaut identisch. Das erfolgt eben dann der Antrag
Der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau beschließt gemäß § 6 NÖ Kanalgesetz 1977 in der letztgültigen Fassung nachstehende Kanalgebührenordnung für das Jahr 2023. Wie gesagt, § 1, 4 und 8 mit den aktuellen Richtwerten versehen und mit dem Inkrafttretendatum 1.1.2023, sonst kein Unterschied zur zeitgültigen Fassung. Beim Abfallwirtschaftsamt Müllgebühr, hier haben wir gesehen, dass man eigentlich, ja, wie es im Antrag steht, eine letztmalige Tarifanpassung mit Wirksamkeit 1.1.2017 im Ausmaß von circa einem guten Prozent vorgenommen wurde. Nunmehr eben die Tarifanpassung erfolgen soll im Bereich Restmüll und Biomüll in Höhe von 5%. Nachdem ja am 23.11.2021 vom Gemeinderat beschlossen wurde, die Sammlung von Leicht- und Metallverpackungen in einem gemeinsamen Sack oder Behälter, genannt Sammelmethode 930, sowie die Umstellung der Papiersammlung vom Bring- und Hol-System angepasst werden soll, wurde diese gleich in diese vorliegende Fassung, in die neu zu beschließende Fassung der Abfallwirtschaftsverordnung eingearbeitet. Die Erhöhung hier in diesem Bereich Restmüll- und Biomüllabfuhr betreffend ist eine Erhöhung von ca. 25 Euro pro Jahr. Wie gesagt, ich meine, die Sätze wurden auch der Betriebsvereinbarung, der Betriebsfinanzierungsrechnung entnommen. Es sind natürlich jetzt eingepflegt, diese neuen, die Abfuhr für den Papier, was ja bisher nicht war, bisher war nur geregelt Bio und Restmüll. Ich weiß nicht, die Verlesung, oder hat, muss ich jetzt diese vorlesen, Herr Magistratsdirektor, die gesamte Ordnung. Wie gesagt, die neuen Sätze, was betreffend Müllbehälter, Entleerung 52 mal 26 oder 13 ist natürlich angepasst und soll mit 1. Jänner 2023 in Kraft treten. Danke. Wenn ich nur abschließend sagen will, okay, jetzt haben wir alle drei. Ich habe zwar die Teilsummen genannt, in Summe 60 Euro bei allen drei, die Erhöhung, und dann monatlich wäre das eine durchschnittliche Belastung in Höhe von 5 Euro, wenn wir jetzt diese Beschlussfassung herbeiführen. Gut. Gibt es zu diesen drei Tagesordnungspunkten Wortmeldungen? Bitte sehr. Hohes Präsidium, hoher Gemeinderat, ich muss sagen, ich bin erstaunt. Wir sind heute erst beisammen gesessen und haben über einen Härtefallfonds nachgedacht und dann kommt die Stadt Krems drauf und will die Gebühren erhöhen. Also für mich passt das irgendwo ganz einfach nicht zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben eine der größten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg und ich verstehe absolut nicht, dass man in so einer Situation dann hergeht und die Gebühren noch erhöht. Das war es eigentlich. Weiter, Herr Vizebürgermeister. Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Herr Vizebürgermeister, hoher Gemeinderat, 5% ist uns vorgeschlagen worden, ja, das war ein Kaffeesud lesen, warum 5%, warum nicht 4, warum nicht 6? Wir hatten am 4. September die Gemeinderatswahl, um ein Budget noch fertig zu bringen. Das ist leider nicht geglückt. Jetzt müssen wir Gebühren oder sollen wir Gebühren erhöhen, ohne zu wissen, wie die Zahlen im Budget ausschauen, was passiert. Wir haben am Freitag wieder Steuerungsgruppe Budget. Jetzt fangen wir mal zum Abstreichen an, dass es sich halbwegs ausgeht, und wenn es sich dann nicht ausgeht, dann im Februar, im März nur mit Gebühren nachrücken. Es ist ein Schnellschuss, es ist mit Bemühungen, wäre es möglich gewesen, sicher möglich gewesen, weil die Finanzdirektion hat hervorragend gearbeitet, die Protokolle sind so schnell, wirklich innerhalb von ein paar Tagen, die Fragen sind beantwortet worden. Also mit Engagement und Ehrgeiz der Politik aus wäre es möglich gewesen, auch ein Budget heute zu beschließen. Das hat man verabsäumt. Wir sollen heute eine Gebührenerhöhung mitbeschließen, wo die Zahlen am Tisch liegen, wo man
bestraft werden natürlich, wo die Bürger von Krems bestraft werden, für das, dass man den Mut in den letzten Jahren nicht gehabt hat, Gebührenerhöhungen zu machen. Manche Gebühren, das ist ja wirklich schon grob fahrlässig, wie lange man da nicht nachgezogen ist. Und jetzt sind diese Waldzuckerl und Versprechen von Gebührenbremsen und was man in den letzten Sachen, in den letzten Jahren den Leuten versprochen hat, jetzt werden sie in die Realität geholt. Leider Gottes, gut gemeintes ist oft nicht gut gemacht. Danke. Weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Mara, bitte. Wieder mal Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Herr Stadtrat, werter Gemeinderat, werte Zuseher zu Hause. Jetzt bin ich gerade getadelt worden, weil wir auf der Gebührenbremse gestanden sind. Ich glaube, die Kremser Bürger haben eigentlich Danke gesagt, auch bei unserem Wahlergebnis. Weil was war denn vorher? Da waren nämlich die Stadtbetriebe und genau diese Tarife, die wir besprochen haben. Die Melkkuh der ÖVP, wo man von den Stadtbetrieben ins Budget die Lücken gestopft hat. Genau umgekehrt. 2007, ja, und da hat die ÖVP bei einem Preissteigerungsindex von 2,25% je 10% gleich einmal draufgehauen, ja, um die Budgetlücken zu stopfen, lieber Herr Stadtrat. Ja. Jetzt haben wir, und das konnte bitte keiner vorhersehen, Kostensteigerungen von 44%, 30%, 15% haben wir gerade gehört, Inflation von ungefähr 11%, wie wir es zum Schluss gehabt haben, ja. Aber Pensionserhöhungen nur von 5,3%. Und das war für mich die Grenze, dass wir da drunter bleiben. Ja. Dass selbst also die Leute, die wenig dazu bekommen, zumindest das ausgeglichen kriegen. Und wer sind denn die Preistreiber da drin? Zum Beispiel eine Landesgesellschaft, EVN, die Strompreise für uns um 200% erhöht. Also bitte seid keine Pharisäer und sagt, die Stadt darf das nicht. Aber das Land mit einer Landesgesellschaft, mit ausländischen Partnern darf das. Also bitte, da werden sich die Kremser sehr bedanken. Und das ist die 5%. Er hat ja gesagt, wie viel das pro Haushalt ungefähr ausmachen wird, sind ein Klacks gegen das, was sich die Landesgesellschaft hier leistet. Ja? Und da muss ich wirklich anzeigen, früher waren die Stadtbetriebe die Melkkuh der ÖVP fürs Budget. Heute sind wir so weit, dass wir sagen müssen, sie sollen zumindest ausgeglichen bilanzieren, damit man nicht aus dem Budget, wo es eh hinten und vorne auch nicht zusammengeht, nur in die Stadtbetriebe investieren müssen, dort einen Verlust ausgleichen. Und das war meine Begründung, warum ich gesagt habe, zumindest ich sage ja. Danke. Herr Stadtrat, bitte. Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Herr Vizebürgermeister, Herr Gemeinderat Mara, natürlich, ich habe schon gewartet auf das. Sie haben ja ein wenig Zeit lassen und jetzt habe ich mich vorgedrängt und ja, das Gesicht vorab hat mir jetzt nicht gefallen, macht mir direkt Angst, aber wenn es Ihnen jetzt sympathischer ist, dass die Stadt in die Betriebe einzahlt, das Budget wird nur mit solchen Gebührenerhöhungen jetzt hingebastelt. Sie sitzen selber dort, es wird nicht anders gehen. In den letzten Jahren hätte man kleinweise was erhöhen können, natürlich, weil jetzt haben wir eine sehr schwierige Zeit und jetzt drauf zu drücken, weil man es verabsäumt hat in den letzten Jahren, ist ein großer Fehler. Und Stadtrat Stöberl hat es meinen letzten Satz in der Nöhn ganz richtig gesagt, das war ein Fehler. Bitte, Herr Gemeinderat. Also, entschuldigen. Entschuldigung, wenn ich es jetzt ohne Begrüßung mache, sondern einfach direkt antworte, lieber Herr Stadtrat, Sie haben nur bitte eines vergessen. Warum sind wir auf der Gebührenbremse gestanden? Die Überkostendeckung bei den Gebühren, ja, wenn ich von 100% Kosten ausgehe und wie viel nehme ich ein, war unter der ÖVP so hoch, weil man ihm die Budgetlöcher stopfen musste
und das ist ungesetzlich gewesen. Und jetzt haben wir zumindest geschaut, dass wir so runterkommen, dass nur die Gesamtheit der Stadtbetriebe mehr kostendeckend sind und nicht mehr die Melkkuh des Stadtbudgets, der Hoheitsverwaltung. Ja? Und das können Sie mir nicht vertrauen, bitte. Danke. Herr Wessling. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeisterin, Herr Vizebürgermeister, Herr Stadtrat, Hoher Gemeinderat. Ich möchte vielleicht eine kurze Antwort geben an den Gemeinderat Hipfel von der Freiheitlichen, der ja sagt, diese 5% Gebührenerhöhung wären ja fatal, wenn wir gleichzeitig ein Härtefallkonto errichten würden. Diese 5% Gebührenerhöhung sind, betreffen alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen, beziehungsweise diejenigen, die es sich leisten können, die jeden Tag ein Vollbad nehmen können, ja, die betrifft es natürlich mehr und die zahlen dann entsprechend auch mehr. Das nennt man dann Solidarität. Und diejenigen, die wirklich so hart von diesen 5% betroffen sein sollten, ja, und diese 5% sind bitte weniger als was wir an Kostensteigerungen und was wir an allgemeiner Inflation haben, was wir an Rentenanpassungen haben. Und wer sich das dann nicht leisten kann, und das können leider sehr viele Menschen nicht, dafür haben wir dann ein Härtefallkonto geschaffen, genau zu diesem Zweck. Frau Stadträtin, bitte. Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, ja, und täglich grüßt das Murmeltier, der Herr Gemeinderat Mara muss jede Sitzung mit der gleichen Geschichte kommen, wie furchtbar das doch alles war. Aber ich glaube mal, dass das alles vergossene Milch ist und herum zu jammern, dass wir irgendwas nicht erhöht haben. Wir hatten also unsere Gründe zu sagen, wir erhöhen nicht und es war auch gut so, dass wir zu gewissen Zeiten es nicht erhöht haben. Und wenn ich mir jetzt diese Darstellung da oben anschaue, die man uns heute da präsentiert hat, man hat natürlich die besonders eleganten Folien genommen, wo man genau sieht, wie hoch diese Inflation ist, mit der konnte natürlich niemand rechnen. Und diese Darstellung verzerrt das Ganze natürlich jetzt, denn die Betriebe haben natürlich mehr Kosten, das versteht auch jeder, nur die Einzelnen haben das auch und bei den Einzelnen wird es immer enger. Der Herr Stadtrat Stöberl ist überhaupt ein kluger Verkäufer, muss ich sagen, weil auch in der Zeitung 5 Euro im Monat klingt nicht viel, aber 60 Euro ist trotzdem nicht wenig im Jahr. Ja, das kann schon sein. Entscheidend ist aber schon, dass gerade heute wir wieder 500 Millionen Euro, der Bund schüttet aus Heizkostenzuschuss. Wir machen eine Mehrkostenausgleich von 250 Euro. Auch im Jahr, das geben wir jedem Einzelnen und dann zupfen wir ihm auf der anderen Seite das wieder aus dem anderen Taschel heraus. Ich finde das nicht in Ordnung, vor allen Dingen 1,2 Millionen Menschen haben Probleme mit die Wohnkosten zu stemmen. Heute erst O-Ton von unserem Sozialminister. Alles wird teurer. Kaufen, einkaufen, Butter, Brot, Milch, Wohnen. Wenn ich eine Indexanpassung habe, kann mir mein Vermieter in dem Jahr 9% nur meine Miete erhöhen. Ja? Strom, Energie, Heizung. Und es gibt wirklich viele, die kein Auskommen mehr haben mit dem Geld, das sie verdienen. Und die gehen arbeiten und die gehen viel arbeiten und sie wissen vorne und hinten nicht mehr, wie sie es schaffen sollen. Einen Schutzschirm nach dem anderen schütten wir aus. Einen Schutzschirm, eine Heizkostengeschichte nach dem anderen versuchen wir irgendwie diese Erhöhung abzufedern. Im Sommermarkt, denen gehen die Waren aus. Die Schlangen vor dem Sommermarkt werden auch immer mehr. Und statt die Bewohner zu unterstützen, machen wir jetzt eine 5%ige Erhöhung. Natürlich hält auch eine Erhöhung von Stromkosten vor der Stadt, macht nicht Halt. Natürlich hat auch die Stadt das, aber ich glaube, dass gerade jetzt es wichtig wäre, die Menschen zu unterstützen. Und jetzt kommt dieser berühmte Sozialfonds. Ja? Die können sich ja dann dort anstellen und können da darum bitten, ein Almose von der Stadt zu bekommen. Aber ich möchte schon ganz gern, dass wir uns auch, und nämlich auch jetzt gerade vor Weihnachten, ernsthaft überlegen, wie es einem Menschen geht, der zu diesem Sozialfonds gehen muss und
fragen muss um Almosen. Und ich habe jetzt in der letzten Woche mit 3 Leuten Kontakt gehabt, die unter Tränen gesagt haben, es ist für sie schon so eine Überwindung, allein mich zu kontaktieren und zu sagen, sie brauchen Hilfe, weil es ihnen so unangenehm ist, dass sie in so einer Situation sind. Und ich glaube, wir als Staat sollten das sehr ernst nehmen und sollten hier darauf reagieren. Ich sehe ein, dass wir als Staat nicht alles schlucken können, ja? Aber auf der anderen Seite stehen natürlich viele Wünsche. Zum Beispiel ein Wunsch, den habe ich heute in meinem Dringlichkeitsantrag natürlich angesprochen, ist das Bad. Wir wollen 40 Millionen in ein Bad investieren und auf der anderen Seite erhöhen wir 5% die Kosten. Also das geht sich bei mir irgendwie nicht aus. Daher ist es schon so, dass wir dagegen stimmen werden. Es gibt viele Menschen, die jeden Cent umdrehen, jetzt gerade vor Weihnachten, die sich ernsthaft überlegen, wie sollen sie über die Runden kommen. Kleinstpensionisten, Alleinerzieherinnen, Familien mit vielen Kindern. Ich glaube, es ist nicht die Zeit, um 5% die Gebühren zu erhöhen. Danke. Frau Vizebürgermeister, bitte. Herr Bürgermeister, Herr Vizebürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseher. Ein bisschen so kommt mir das vor, wenn sich unten die Kleinen streiten, freuen sie sich oben, weil da haben sie Ruhe. Ich meine das folgendermaßen. Der Bund sagt, wir schütten aus. Mir kommt es ein bisschen so vor wie die Pflegereform, selbst betroffen, also nichts ist angekommen von dem, was versprochen wurde. Diese vielen Zusagen des Bundes in der Presse, was die Leute bekommen, bitte, wo sind die, die es schon haben? Und was, auf was will ich aber hinaus? Viel wichtiger ist, was kriegen denn die Gemeinden? Das ist ja die Kernfrage. Der heutigen Debatte. Wir haben europäische Missverhältnisse, dass es eine europäische Gemeinschaft nicht zusammenbringt, an Gaspreisdeckel, an Lebensmitteldeckel, whatever. Ich will mich da jetzt bundespolitisch nicht ausbreiten. Das bringen wir nicht zusammen. Die Bundesregierungen, den Deutschen geht es doch nicht besser als den Österreichern. Die sagen, probieren wir kleine Maßnahmen. Es geht ehrlich gesagt nichts weiter. In den europäischen Nationen, schaut die Franzosen an, die borgen sich jetzt von den Deutschen Strom aus, weil sie Kernkraftwerke ausschalten müssen und. Aber jetzt komme ich auf den Punkt, die Gemeinden bleiben über. Das sei einmal dahingestellt. Und solange es von Seiten des Landes und des Bundes nicht eine wirkliche Unterstützung und eine Anpassung an die Krisensituation gegenüber den Gemeinden gibt, sind die Gemeinden verpflichtet, per Gesetz, ich nenne das jetzt, sich um ihren eigenen Haushalt zu kümmern. Und um unseren eigenen Haushalt müssen wir uns kümmern. Umgekehrt sind wir aber sehr in den Krallen anderer gesetzgebender Körperschaften, ob es die Gehaltsverhandlungen der Sozialpartner sind. Ich darf hier an dieser Stelle ausführen. Wir haben ungefähr 430 Mitarbeiter. Wir haben eine schon beschlossene Gehaltserhöhung von 7,31%, mindestens aber 170 Euro. Das heißt, für geringe Einkommen sind das sogar 9,41%. Das macht in Summe Euro gerechnet, laut Auskunft Finanzdirektion Magister Rauscher, bitte horcht's gut zu, 1,8 Millionen Euro. Nur für die Stadt Krems. Ich glaube, es wird niemand hinausgehen zur Kindergarten- und Stützkraft oder zum Arbeiter am Bauhof und wird sagen, schlecht. Ich glaube, Sie sollten einen Beitrag leisten, verzichten Sie auf Ihre Gehaltserhöhung. Das heißt, wir müssen den Betrieb aufrechterhalten. Herr Gemeinderat Hipfel, es ist schnell gesagt und es hört sich populistisch an. Was machen wir da? Aber
die Welt ist leider nicht nur weiß, sie ist nicht nur schwarz, sondern sie hat alle Schattierungen. Das heißt, die Kunst der Politik ist es ja, diese vielen Argumente, wo das Einzelne betrachtet für sich, ja durchaus zu akzeptieren ist. Aber die Kunst von uns muss jetzt sein, die Stadt vernünftig durch die Krise zu führen, durch die Krisen, ob die Gesundheitskrisen, die Energiekrisen, die Inflationskrisen und. Wir leben in einer Zeit, wo wir vor lauter Krisen nicht mehr fertig werden. Es ist so, aber ich finde es daher wirklich populistisch. Da meine ich die, Herr Stadtrat, und dich, liebe Frau Stadträtin, jetzt sich hinstellen und mit so einer theatralischen Abhandlung da zu sagen, Wahnsinn, 60 Euro pro Jahr und das ist ja alles nicht mehr vertretbar und schaut euch eigentlich an, was ihr für Unmenschen seid und, ja. Lassen wir die Betriebswirtschaft nicht ganz aus dem Fokus. Und ja, du sagst, was vergessen ist, ist vergessen. Ich glaube, dass wir die letzten Jahre, Jahrzehnte gutes Budget gemacht haben, Schulden abgebaut haben ohne Ende und uns jetzt einen Vorwurf daraus zu machen, dass wir jahrelang keine Gebühren erhöht haben, das finde ich eigentlich das Allerparadoxeste an dieser Diskussion. Eigentlich selber schuld, dass wir nicht früher den Leuten Geld aus der Tasche gezogen haben, also das geht sich für mich nicht aus. Und noch einmal, ich fasse zusammen, der wirtschaftliche Druck auf die normale Geschäftsgebarung, und da redet man nicht von Investitionen, für den laufenden Betrieb ist seit dem vorigen Jahr so enorm geworden, dass es hier gilt, moderat und 5% sind moderat, darauf zu reagieren. Reagieren, ja. Und ich bitte alle, die die Zusammenhänge wirklich auch erkennen, abzuwägen, ob sie hier nicht doch eine Zustimmung geben können. Danke. Herr Gemeinderat Lachner, bitte. Hohes Präsidium, hoher Gemeinderat. Ja, jetzt haben wir einige Argumente gehört. Ich möchte es ein bisschen bebildern. Ich sage es einmal so, viele wissen, ich arbeite in der Schmidtgassen und dort ist unter anderem auch eine Servicestelle der EVN. Und was sich dort in den letzten Wochen und Monaten abgespielt hat, war für mich ein Zeichen, wie tief wir wirklich in diesen multiplen Krisen drinnen stecken. Ich muss dazu Folgendes sagen. Es ist dringend notwendig, dass wir als Stadt aufrechterhalten einen ordentlichen Betrieb aller unserer Stadtbetriebe. Eine Möglichkeit, dass unsere Betriebe auch weiterhin investieren und reparieren können, dass wir Dinge ersetzen können, dass wir zum Beispiel auch, ich erinnere nur an die Blackout-Vorbereitung im Bereich Wasser, im Bereich Abwasser, dass wir diese Dinge vorbereiten. Also das ist ja nicht so, dass da nichts passiert. Noch dazu bin ich jetzt in der seltsamen Situation, eine Gebührenerhöhung zu beschließen, obwohl wir Jahre und Jahrzehnte lang dagegen gewettert haben. Aber ich möchte es Ihnen erklären. Wer den heute bereits mehrfach angesprochenen Verbraucherpreisindex oder gar den in Wahrheit noch viel interessanteren kleinen Warenkorb, wie er beispielsweise die kleinen Pensionistinnen, die Geringverdiener, die Ausgleichszulagenbezieher, die Arbeitslosen, die Menschen, die aus Krankheitsgründen nicht arbeiten können, betrifft, der ist ja noch viel stärker gestiegen. Die Frau Stadträtin hat völlig zu Recht gesagt, ja, Sommermarkt, denen gehen die Waren aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch aus dem Grund der Inflation, weil zum Beispiel die Einkaufspreise für die Waren, die am Markt sind, ebenso gestiegen sind. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese 5%ige Gebührenerhöhung unserer Meinung nach gerade so hoch ist, dass es sich ausgeht im Budget, um es einmal ganz normal zu sagen. Von uns wird da eine Zustimmung kommen. Was ich schon auch noch dazu sagen will, ist ein kleiner Rückgriff in die Geschichte, sozusagen die vergossene Milch, Frau Rosenkranz. Es ist schon so, es gibt sowas wie Sippenhaftung selbstverständlich bei uns nicht, aber im Jahr 2007 hat der Mann einer 10%igen Gebührenerhöhung ohne Inflation noch zugestimmt.
Bitte um Wortmeldung jetzt von Herrn Stadtrat Meyer. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hohes Präsidium, hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren. Ich sage Ihnen ein paar Zahlen. Personalkostenerhöhungen 1,8 Millionen. Transferleistungen, also für Sozial- und Krankenwesen, 0,9 Millionen. Energiekostensteigerung für die Stadt Krems voraussichtlich 3 Millionen. Der GAF-Anteil, also Kläranlagen, 0,9 Millionen Steigerung. Fremdleistungen und Materialsteigerungen 1,5 Millionen. Also rund 8 Millionen habe ich da jetzt einmal aufgezählt. Das sind aber nur ein paar Positionen. Und irgendwie, die ganze Diskussion erinnert mich sehr an meine frühere berufliche Vergangenheit, als ich als Finanzvorstand meine technischen Kollegen immer fragen wollte, wo sie denn das Geld hernehmen wollen für das, was sie sich da immer vornehmen, wenn sie glauben, sie brauchen auf keine Einnahmen für Investitionsprojekte. Und irgendwie ist es jetzt auch so. Tatsache ist, auf die Stadt kommt eine ganze gewaltige Kostenlawine zu. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, die zu meistern. Und meistern heißt natürlich, wenn die Kosten steigen, dann wäre es fahrlässig, wenn ich nicht gleichzeitig schaue, dass ich die Einnahmen steigere. Und als Gemeinwesen muss ich natürlich sozial verantwortungsvoll vorgehen. So, und jetzt haben wir die Situation, dass die Pensionen um 5,1%, glaube ich, erhöht werden. Das betrifft, ist aber nur der Durchschnittswert, die niedrigeren Pensionen, 5,3, danke, die niedrigeren Pensionen werden ja höher angehoben. Wir haben kaum Kollektivvertragsabschlüsse jetzt, die unter 7 oder 8% sind, siehe Eisenbahner und so weiter, oder im Handel. Das heißt, es ist ja nicht so, wir haben ja diese 5% bewusst gewählt, nicht wieder Herr Stadtrat Sedlmeier meint, das ist, ich weiß nicht, aus den Sternen gezogen. Nein, wir haben es so gewählt, dass wir sagen, wir sind unter den zusätzlichen Einnahmen, die die Bürger haben. Die 5% sind also nach der Zumutbarkeit bemessen und nicht nach irgendwelchen willkürlichen Kriterien, die beim Schnapsen oder so irgendwie entstanden wären. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, wir müssen verantwortungsvoll vorgehen. Wir haben eine Verantwortung für dieses Gemeinwesen und das bedeutet, wir müssen danach trachten, dass es funktioniert. Das heißt, wir müssen die, wie wir jetzt gesagt haben, 1,5 Millionen aufbringen, die einfach Material und Fremdleistungen mehr kosten werden. Und wir müssen die 3 Millionen Energiekosten aufbringen. Da müssen wir was tun. Und wenn wir die Gebühren nicht erhöhen würden, dann wäre es fahrlässig. Und es ist keine Sünde, dass wir in der Vergangenheit nicht erhöht haben, weil es ist sich ja ausgegangen. Wir haben ja dennoch einen ausgeglichenen, ja sogar einen positiven Haushalt gehabt. Positiv in dem Sinne auch, weil wir damit ja Kredite zurückgezahlt haben. Also warum hätten wir so, und das wäre willkürlich gewesen, wenn wir aus Jux und Tollerei die Gebühren erhöht hätten. Haben wir nicht gemacht. Daher ersuche ich jetzt dringend um Zustimmung für diese maßvollen Erhöhungen, damit wir unsere Stadt weiterhin lebenswert erhalten können. Und das möchte ich auch noch dazu sagen. Mit dem Bad hat das einmal überhaupt nichts zu tun, weil das Bad, ja, das Bad, ja, das Bad steht im Budget nicht 23 und nicht 24, sondern später, muss man schon dazu sagen. Danke. Frau Klingel-Wanner, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Gemeinderat. Ja, wenn es um Gebührenerhöhungen geht, dann werden die Debatten immer recht schroff, ja? Die Gemüter erhitzen sich.
Damit verbunden auch noch die Ankündigung weiterer Teuerungswellen. Trotzdem, und das ist ganz, ganz wichtig, trotzdem müssen wir die kommunale Dienstleistung kostendeckend gewährleisten. Würden wir hier keine Anpassung vornehmen, müsste die Stadt das Geld für den Haushalt woanders auftreiben. Wir stehen also in der betriebswirtschaftlichen vor dem betriebswirtschaftlichen Problem, die kommunale Daseinsversorgung zu sichern. In der gegenwärtigen Situation hat die Stadt aufgrund der Inflation und der Energieerhöhung weniger Einnahmen und höhere Ausgaben. Und das gilt es auszugleichen. Dazu stehen uns Werkzeuge wie beispielsweise eine Gebührenerhöhung zur Verfügung oder eben Einsparungen. Auch wenn wir den Anspruch haben, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krems zu entlasten, so müssen wir auch politisch Verantwortung übernehmen, um die kommunale Versorgung weiterhin, wie wir es gewohnt sind, zu gewährleisten. Vielen Dank. Also jetzt melde ich mich schon noch einmal, weil Sie eben meinen, Herr Stadtrat, wir brauchen es nicht heuer fürs Bad. Heuer im Bad steht 1 Million im Budget drinnen, nur für die Planung des Bades. Und das ist genau das, was wir eigentlich durch die Gebührenerhöhung hereinkriegen. Oder die Neugestaltung des Hohen Marktes, ist ja jetzt schon so wunderschön geworden, mit den ganzen Bollern, kostet 900.000. Also in Wahrheit, ich hätte schon was gefunden, das wir einsparen. Und es ist schon so, wie der Herr Stadtrat Sedlmayr sagt, wir haben noch kein Budget fertig, wir haben die ganzen Ausgaben noch nicht durchgeackert, wir haben uns noch gar nicht angeschaut, wo können wir mal alles außerstreichen, bevor wir überhaupt nachdenken, dass wir sozusagen das Ganze erhöhen. Weil wir brauchen es zurzeit nämlich eigentlich nur um Wünsche zu erfüllen. Wünsche, die auf der großen Liste sind und wo wir uns ernsthaft überlegen müssen, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht. Die Finanzdirektion sagt, weil wir uns da hier jetzt so herstellen und so tun, als wenn der Betrieb würde nicht aufrechterhalten werden, soweit ich das verstanden habe, aber vielleicht bin ich ein bisschen minder bemittelt da oben, das kann schon sein. Die Finanzdirektion sagt, es würde sich ausgehen und wir brauchen die 1 Million als Mehreinnahmen fürs gesamte Budget. Das hat jetzt nichts wirklich tatsächlich und originär mit den Betrieb zu tun, ausgenommen der Friedhof, das ist ein defizitärer Betrieb. Das war zumindest das, was ich in den Budgetverhandlungen verstanden habe und ich glaube, jeder, der dabei war, zumindest ein paar nicken. Es ist auch, ich gebe der Frau Vizebürgermeister recht, dass natürlich sehr viel auf die Gemeinden zukommt. Ich gebe auch recht, dass der Bund und das Land es sich sehr leicht macht, wenn man den Gemeinden ein paar Dinge zubeitelt. Nur, es kann nicht sein, dass das über die Gebührenerhöhung, was eh nicht allein ist, aber jetzt über die Gebühren mitfinanziert werden soll. Danke. Geschätztes Präsidium, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich muss das schon noch einmal auch im Argument anführen. Weil immer von der FPÖ das Thema Bad kommt. Es ist nicht das Bad, ja? Weil, was ist denn die Alternative? Das alte Bad, dann steht es dazu und stellt euch her und sagt, Krems hat kein Bad. Das ist kaputt, technisch kaputt, das weiß jeder, auch der nicht Maschinenbau studiert hat. Das ist energieineffizient, wie es höher nicht mehr sein kann. Und bitte stellt euch hin und sagt endlich der Bevölkerung, den Studenten, dem Umland, Krems wird kein Bad haben. Ja, alles kein Problem. Haben wir Geld ohne Ende, können wirklich jedes Nebenstrassel neu machen. Ja, aber sich herzustellen, auch zu allen Investitionen zu stehen und zu sagen, wir brauchen im Sportbereich, im Kulturbereich, im Personalbereich und, das finde ich ja so unseriös. Und 5% Erhöhung, das trifft den Herrn Primarius, der ein Gutverdiener ist, genauso in der gleichen Summe, 60 Euro pro Jahr, wie, das gebe ich schon zu, die Mindestrentnerin. Ja, das ist richtig, in der Relation.
Und da gibt es Hilfe. Und ich lasse mir auch nicht den Sozialfonds so verunglimpfen, als wäre das eine Institution, wo die Leute bitten und kriechen und betteln müssen. Sie waren heute dabei. Wir haben von der Amtsleitung auch zum wiederholten Male gehört, das hat nichts mit Bitten zu tun, das hat nichts mit Betteln zu tun. Da geht niemand zu einem politischen Mandat um etwas bitten, das wird unkompliziert abgehandelt. Aber eins müssen wir auch ganz offen sagen, wir müssen auch von der Bürgerin, von Bürger erwarten, dass wer Hilfe braucht, sich auch deklariert. Bitte leben wir da nicht ständig in so einer Märchenwelt. Die Politik ist ja so mit Sensoren ausgestattet, dass man durch die Häuser hindurchblicken, wem geht es schlecht und wie die Engel fliegen wir da beim Fenster hinein, helfen ganz selbstlos das ist ja, ihr kreiert ja da Geschichten, die sind ja ein bisschen weltfremd, ja? Nicht außerreden. Und ich lade zum wiederholten Mal ein. Niemand muss zu mir als Person kommen. Aber es gibt auch in der Stadt Krems für jede persönliche und finanzielle Krise der Menschen eine Möglichkeit. Ich kann gerne vermitteln, und dafür stehe ich, ja, das wird es geben. Aber dass man hier alles in diese Diskussion um diese 5% hineinpackt, das halte ich für unseriös. Danke. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeisterin, Herr Vizebürgermeister, Herr Stadtrat, Hoher Gemeinderat, ja, also diese Diskussionen um diese 5% des... Das sind moderate Erhöhungen, das sind Erhöhungen, die, und das sage ich nochmal, und da muss ich ganz kurz widersprechen, die treffen den Primar vielleicht sogar mehr als denjenigen, der daheim kein Pool hat, den er regelmäßig befüllt und dafür Wasser- und Kanalgebühren bezahlt, sondern diejenigen, die sich das dann tatsächlich leisten können, die zahlen dann dafür auch mehr. Ja? Derjenige, der sich den Luxus nicht leisten kann, der zahlt halt auch 5% seines Verbrauches. Und wenn wir jetzt sagen, wir kriegen irgendein Werkzeug zusammen, das es uns erlaubt, sozial gerechtere Gebühren zu erheben, ja, wo wir tatsächlich sagen, ab einem bestimmten Jahresverbrauch erhöhen wir die Gebühren überproportional, damit der sich sein Pool füllt, mehr bezahlt, dann sind wir die Letzten, die da nicht mitmachen würden, glaube ich. Ja? Das geht natürlich rechtlich wahrscheinlich, keine Ahnung, nicht, aber diese 5% sind ganz moderat. Und wir müssen uns überlegen, wenn wir das nicht machen, worauf wollen wir dann verzichten? Entweder müssen wir das Geld an anderer Stelle einnehmen oder wir müssen auf irgendwas verzichten. Das kann das Bad sein, das aber erst, 2024, 2025 oder so im Budget steht. Also fürs nächste Budget überhaupt nicht relevant ist und wer weiß, wie dann die Inflation in Energiekosten, das kann sich alles sprunghaft ändern, das haben wir gesehen. Und auf irgendwas müssen wir verzichten. Und wir haben hier Dringlichkeitsanträge gesehen im Gemeinderat, da ging es um eine Hundezone, Eishockey-Saison soll verlängert werden, da ging es um Flutlicht für einen Sportplatz, das sind alles mehr oder weniger legitime Investitionswünsche, aber wollen wir darauf verzichten? Das müssen wir uns doch fragen, wenn wir das jetzt nicht mehr Einnahmen irgendwo generieren wollen, weil wir haben einfach deutlich gestiegene Kosten. Und das Argument, ja, wir können nicht jetzt in der Krise, wo es so vielen Leuten so schlecht geht, Gebühren erheben, ja, man hätte doch das in der Vergangenheit schon machen können. Ich meine, das ist doch, in Summe hätten die Leute doch schon viel, viel mehr Geld bezahlt, wenn wir in der Vergangenheit Gebühren erhöht hätten, als wenn wir jetzt 5% draufschlagen. Hätten wir vor 5 Jahren schon, 3% draufgeschlagen, hätten sie schon viel mehr bezahlt. Ja, und unser Stadtbudget wäre wahrscheinlich deutlich ausgeglichener als jetzt. Aber das wäre einfach nicht sozial verträglich. Wir erhöhen dann Gebühren, wenn es notwendig ist und lassen die Gebühren so, wie sie sind, wenn es der Stadt eh wirtschaftlich gut geht. Danke. Herr Stadtmeier, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte einen Irrtum noch aufklären. Man kann nicht ein Budget machen, wenn man nicht weiß, was man einnehmen wird. Und daher ist es schon dringend notwendig, dass man
wenn man die Einnahmen plant, auch die Voraussetzungen dafür schafft. Das heißt, solange wir nicht wissen, was wir Gebühren einnehmen werden, ist die Budgetierung leider nicht möglich. Das heißt, bitte das Pferd immer von vorne aufzäumen. Danke. Herr Stadtrat, bitte. Hohes Präsidium, hoher Gemeinderat, hoher Finanzstadtrat. Wir können aber auch kein Budget machen, wenn wir nicht wissen, was wir ausgeben. Und das reden wir erst am Freitag. Danke. Das ist meine. Weitere Wortmeldungen? Keine, dann Schlusswort erwünscht. Gerne. Nur weiß ich jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Ich möchte nur vorweg schicken, Gott sei Dank geht die SPÖ in der Regierungszeit Bürgermeister Resch wirklich sorgsam um mit Anpassungen, weil ich glaube, da bin ich beim Gemeinderat Hipfel, es wird nie ein richtiger Zeitpunkt für Erhöhungen sein und die Diskussion wird immer dieselbe sein. Und ich bin froh, dass wir das noch nicht aufgehoben haben. Ich kann mich an die letzte erinnern, wo 1,3 schon nicht moderat war, Gebührenanpassung, dieselbe Diskussion war, nicht in Energiekrisenzeiten und. Also für das wird es einmal nie die richtige Zeit geben, Gebühren anzupassen. Dann habe ich da hergeschrieben, dieser sorgsame Umgang, ich meine, das möchte ich wirklich nur, weil es Herr Stadtrat Zedl mehr angesprochen hat, gleich am Anfang, die Bürgerinnen und Bürger werden jetzt da zur Kasse gebeten und wie auch immer. Und um mich selbst vielleicht, wie es die Frau Stadträtin Rosenkranz gesagt hat, 2007, der Lächerlichkeit jetzt preisgeben möge, ich möchte ein bisschen nur am Block, der Gemeinderat Mara hat es angesprochen, ich möchte es nur wirklich den sorgsamen Umgang und verantwortungsbewussten Umgang, wenn es um Anpassungen geht, der SPÖ, aufhand der Kanalgebührenentwicklung hier aufzeigen, ganz kurz. Bevor Bürgermeister Resch und sein Team jetzt die Stadtregierung übernommen hat, das sind jetzt 11 Jahre, hat es natürlich vorher, man möchte die 12 Jahre vorher beleuchten, das ist in etwa derselbe Zeitraum. In diesem Zeitraum hat sich die Kanalbenutzungsgebühr unter verschiedenen ÖVP-Bürgermeistern um, sage und schreibe, 105,19% erhöht in 12 Jahren. Zum Vergleich, in den 11 Jahren Bürgermeister Resch, die Kanalbenutzungsgebühr Erhöhung, und da ist jetzt schon in Klammer, habe ich es hergeschrieben, wenn wir heute die 5%ige Anpassung beschließen sollten, eine Anhebung der Kanalbenutzungsgebühr um 22,74%. Bei der Anschlussgebühr verhält sie sich so, der Einheitssatz betreffend Anschlussgebühr, Erhöhung in den 12 Jahren ÖVP vor Bürgermeister Resch 66,04% Erhöhung und der Bürgermeister Resch 33,69%. Also ich glaube, an diesen Zahlen sieht man schon eindrucksvoll, dass da wirklich sorgsam umgegangen wird und es wird nicht unnötig die Bürgerinnen und Bürger belastet. Was ich dabei nur sagen möchte, dass ja noch, du hast gesagt, Kollege Mara, zum Stopfen von Budgetlöchern und, es ist um 105% erhöht worden, aber die Schulden sind auch nicht, ich meine, fast eigentlich auch kontinuierlich gestiegen. Was in den 11 Jahren passiert ist, wissen wir, wenige Erhöhungen und Reduktion der Schuldenstand um die Hälfte, von 150 auf 80 Millionen. Nur so viel einmal zu zahlen, die ich jetzt da nicht an die Wand werfen kann, die habe ich mir so gemerkt. Und abschließend, ich habe mir gedacht, vielleicht wird es so sein, dass mir aus den Oppositionsreihen wer berichtigt. Ich habe es vorgetragen, es tritt die, sofern es beschlossen wird, die Wassergebührenordnung der Stadt Krems mit 1.11.2023 in Kraft. Ich habe auch gesagt, das betrifft ungefähr die Erhöhung eines durchschnittlichen Haushaltes. Dann sind wir schon dort, dass natürlich mehr Bezug und so zu Teuerungen in höherem Maße führen. Von 22,50 wären diese 5%. Wenn wir das beschließen, Kraft treten, dann haben wir 2 Monate den höheren Tarif, 3,75 Euro. Das heißt, die Summe dieser 3 Erhöhungen sind nicht 60 Euro, sondern rund 41 Euro oder 40. Also reduziert sich das um ein Drittel. Das heißt, für 2023 3,40 Euro oder 3,50 Euro Erhöhung, wenn man das alles aufhängt auf die 5%. Ich kann beruhigen, Erhöhung, ja, Anpassung, sagen wir so, um 3,4%, klingt noch moderat, ist auch zahlentechnisch moderat, das 5%. Und darum würde ich wirklich noch mal bitten, nachzudenken, ob man nicht diesen Weg, der da jetzt vorgeschlagen wurde, zustimmen kann. Danke. So, ich bringe den Tagesordnungspunkt 8 oder 9 jetzt
zur Abstimmung. Das geht Neufassung der Verordnung für die Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren 2023. Wer ist für diesen Tagesordnungspunkt? Stimmen der SPÖ, Stimmen der KLS und Stimmen des MFG, die Grünen und Grünen und auch Nick. Wer ist gegen diesen Antrag? Stimmen der FPÖ und der ÖVP. Damit angenommen. Dann haben wir den nächsten Tagesordnungspunkt, Abfallwirtschaftsverordnung, Abänderung. Wassergebühr ist der erste zum... Das haben wir gerade gemacht. Wasser ist schon beschlossen. Achso, ja, dann kommt jetzt der Friedhofsantrag. Nein, lass uns bitte vorlesen. Darf ich es bitte vorlesen? Der nächste Tagesordnungspunkt wird abgestimmt und geht es um die Kanalabgabenordnung 2023. Wer ist für diese Festsetzung der neuen Gebühren? Stimmen MFG, NIC, ÖVP und SPÖ. Entschuldigung, KLS und SPÖ. Wer ist dagegen? FPÖ und ÖVP. Der nächste ist die Abfallwirtschaftsverordnung der Stadt Krems. Abänderung der Wiederverlautbarung. Wer ist hier dafür für diese 5% Erhöhung? Wieder MFG, KLS, SPÖ und MFG. Und wer ist dagegen? FPÖ und ÖVP. Entschuldigung, angenommen. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Bitte die Friedenshofsgebühren Anpassung zu referieren. Ja, zu diesem Friedhofsgebührenanpassung, die mit 01.01.2023 in Kraft treten soll, ist eben zu sagen, da haben wir den Stand so, dass diese letztmalig am 01.12.2010 geltend gemacht wurde und ausgehend von der Steuerungsgruppe wurde eben vereinbart, aufgrund steigender Material- und Personalkosten und notwendiger Instandhaltungsprojekte, wie zum Beispiel Sanierung der beiden Leichenhallen in Neixendorf und Rehberg, der WC-Anlage in Krems und der Einfriedungsmauer in Rehberg, die Gebühren und Tarife neu anzupassen. Aufgrund der steigenden Zahlen an Urnenbeisetzungen in kleineren Urnengräbern muss außerdem ein Trauergarten für Urnen in Gneixendorf und die Erweiterung des Trauergartens in Krems vorgenommen werden. Und was auch zu erhöhten Aufwand führt, ist die Zahl der steigenden Urnenbestattungen und damit werden immer mehr Erdgräber aufgelassen, die dann natürlich auch der Stadt oder dem Friedhof eigentlich zur Pflege zufallen. Und wir wollen aber natürlich den Trend zu alternativen Bestattungsformen in Rechnung tragen und andererseits eben die gestiegenen Kosten ausgleichen. Die Inflation stieg in den Jahren von 2010 bis heute um 23,1 und rechnen wir jetzt die 8,7, die prognostizierten für heute zusammen bei rund 30%. In der Steuerungsgruppe wurde eben gesprochen, um welchen Erhöhungsprozentsatz es sich handeln soll und da ist man auf 20% gekommen. Jetzt wurde diese Berechnung angestellt und es wurde so vorgegangen, dass die Erhöhung dann im Endeffekt eine Anpassung von 20% vorsieht, wobei für die Gebühren der Erdgrabstellen um durchschnittlich eine Erhöhung um 17% und die für Urnengrabstellen um 23% berechnet wurde. Es wird daher der Antrag an den Gemeinderat gestellt. Der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau beschließt folgende Friedhofsgebührenordnung nach dem NÖ-Bestattungsgesetz 2007 für die städtischen Friedhöfe der Stadt Krems an der Donau. Und hierfür hält sich, wie bei, schon vorher oft gesagt, haben sich nur die Tarife geändert. Also der Wortlaut ist der gleiche. Und Abstimmung. Gibt es Wortmeldungen dazu? Wenn es keine Wortmeldungen gibt, Schlusswort erwünscht. Auch kein Schlusswort erwünscht, bringt den Antrag zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Stimmen der MFG, der Grünen, KLS, SPÖ und Nick ist draußen. Und wer ist gegen diesen Antrag? ÖVP und FPÖ. Dadurch angenommen. So, wir kommen zum Anpassung der Vereinbarung der Umladestation. Ja, diese Vereinbarung ist aus dem Jahre 2003 und es gilt hier einige Sachen
anzupassen. Und zwar findet sich in der vorliegenden Fassung in § 1 Absatz 2 soll dahin geändert werden, dass der Sitz dieser Umladestation nicht bei uns im Abfallwirtschaftsamt, sondern nach Langenlois übertragen wird. Der § 5 ist noch angeführt, der Christian Braun, der Geschäftsführer eigentlich der Stadt Krems war, der da noch aufscheint, das soll abgeändert werden, ich lese dann das vor. Dann der § 2 beinhaltet Anhebung der Wertgrenzen und in § 3 ebenfalls Anhebung der Wertgrenzen betreffend der Geschäftsführung. Das eine sind die Eigentümervertreter, die erste Anhebung, das andere betrifft die Geschäftsführung. Die Anhebung natürlich der Wertgrenzen ist auch dem geschuldet, dass da jetzt die 20 Jahre Inflation und keine Anpassung erfolgte. Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat der Stadt Krems an der Donau wolle die nachstehende Änderung der Vereinbarung aus dem Jahr 2003 beschließen. Wie gesagt, § 1 Rechtsform und Sitz. Der Verwaltungssitz der Gesellschaft bürgerlichen Rechts befindet sich in 3550 Langenlois, Kampelstraße 85, zukünftig nicht mehr in Krems. Dann § 5 zur Führung und Erledigung der Geschäfte der Gesellschaft entsenden die Gesellschafter jeweils einen Vertreter des Abfallwirtschaftsamtes, aber seitens der Stadt Krems und einen Vertreter des Gemeindeverbandes für Abgaben, Einhebung und Umweltschutz, Gemeindeverband Krems. Die Vertreter sind nicht namentlich, so wie bisher, unter Bezeichnung der betrauten Funktion im ABA bzw. GV Krems schriftlich bekannt zu geben, aber nicht mehr namentlich hier anzuführen. Beide Personen tragen die Bezeichnung Geschäftsführer der Umladestation und sind den Gesellschaftsvertretern verantwortlich. In § 5 Absatz 2, die Eigentümervertreter, das ist in einem Fall für die Stadt Krems der Herr Bürgermeister und dann der Verbandsobmann des Gemeindeverbandes, Gemeinderat Pfeiffer, glaube ich, ehemaliger Bürgermeister von Graf Meck, entscheiden bei Rechtsgeschäften bis zu einem Wert von Euro 500.000 per Beschluss. Rechtsgeschäfte, die darüber hinausgehen, bedürfen der Einholung der Zustimmung der nach dem niederösterreichischen Gemeindeverbandsgesetz bzw. dem niederösterreichischen Staatsrechtsorganisationsgesetz zuständigen Organe durch Beschluss. Beschlüsse der Eigentümervertreter müssen einstimmig erfolgen. Und im § 5 Absatz 3, die Eigentümervertreter ermächtigen die Geschäftsführung zu Abschlüssen von gewöhnlichen Geschäften, welche zum normalen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft gehören. Zu diesen Geschäften zählen insbesondere Rechtsgeschäfte bis zu einem jetzt Gegenstandswert von 30.000, war bisher 10.000, also vor 20 Jahren, und Investitionen bis zu 50.000, waren 15.000 im Einzelfall. Bitte um Diskussion. Gibt es Wortmeldungen zu dem Verband? Wenn nicht, dann bringe ich den Antrag zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Danke, einstimmig. Ich wollte jetzt die Präambel nicht verlesen. So. Herr Pressler, bitte, Herr Gemeinderat, für Subventionen der Kremser Sportvereine. Werter Herr Bürgermeister, werte Frau Vizebürgermeisterin, werter Herr Vizebürgermeister, hoher Gemeinderat. Antrag an den Gemeinderat der Stadt Krems betrifft Subventionen an Kremser Sportvereine. Der Kremser SC, Adresse Rossecker Straße 20, 3500 Krems, ZVR Nummer 86 73 54 034, ist mit Ansuchen vom 18.10.2022 um Zuerkennung einer Subvention bei der Stadt Krems eingekommen, welche für den Spielbetrieb 2022 Mieten, Instandhaltung, Rasengeräte, Pflanzenschutz, Dünger etc. benötigt wird. Im zweiten Punkt handelt es sich um den Union Tennis Club Krems Süd, Adresse Dorfstraße 126 3506 Krems Angern, ZVR Nummer 60 81 38 514, ist mit Ansuchen vom 8. November 2022 um Zuerkennung einer Subvention bei der Stadt Krems eingekommen, welche für den Grundstücksankauf der Parzelle 883-1 Kastralgemeinde Hollenburg benötigt wird. Das gegenständliche Grundstück wurde bis dato von Herrn Walter Koller, Tiefenbucher, durch den Verein gepachtet. Auf dieser Liegenschaft befinden sich die Tennisplätze des UTC Krems 7 Süd,
Aufgrund der Tatsache, dass der Pachtvertrag jederzeit gekündigt werden hätte können, wurde nun das Grundstück angekauft, siehe Kaufvertrag vom 22.08.2022. Mit Schreiben vom 2. November 2021 wurde durch die Stadt Krems in Aussicht gestellt, dass vorbehaltlich eines positiven Gremialbeschlusses eine Subvention in der Höhe von maximal 10.000 Euro möglich ist. Aufgrund der Sachlage wird nachfolgender Antrag gestellt. Der Gemeinderat wolle beschließen, erstens dem Kremser SC Rossecker Straße 20, 3.500 Krems, wird aufgrund des Ansuchens vom 10. Oktober 2022 eine Subvention in Höhe von 13.000 Euro zuerkannt. Dieser Betrag ist für den Spielbetrieb 2022 umfassend Mieten, Instandhaltung, Rasengeräte, Pflanzenschutzdünger etc. zu verwenden. Zweitens, dem Union Tennis Club Krems Süd, Dorfstraße 126, wird aufgrund des Ansuchens vom 8. November 2022 eine Subvention in der Höhe von 10.000 Euro zuerkannt. Dieser Betrag ist für den Grundstücksankauf der Parzelle 883-1 Kastralgemeinde Hollenburg zu verwenden. Die Verrechnung der Ausgaben in der Höhe von 23.000 Euro erfolgen über die VAST 1-269-7577-07 Rechnungsjahr 2022 und finden dort ihre Bedeckungen. Die Auszahlungen erfolgen erst nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Nein, dann Schlussworte wünscht. Danke, ich verzichte. Dann bringe ich den Antrag zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Danke, einstimmig. Wir sind am Ende der Beratungsgegenstände und es geht um die Anfragenbeantwortung, beziehungsweise es ist eine neue Anfrage hier. Und zwar von der Fraktion Freiheitlicher Gemeinderäte, gemäß § 23 Strock. Sachverhalt: in der letzten Funktionsperiode wurden im Kremser Stadtgebiet unzählige öffentliche Kfz-Stellplätze für Bewohner und Besucher gänzlich beseitigt bzw. in ihrer Nutzung stark eingeschränkt, für beispielsweise bauliche Maßnahmen für den neuen Stadtbus, Elternhaltestellen, Umgestaltungsmaßnahmen wie am Hohen Markt oder am Fahrplatz. In diesem Zusammenhang stellen die gefertigten Gemeinderäte die Anfrage an den Bürgermeister. Um wie viele Stellplätze wurde die Anzahl der öffentlichen Kfz-Stellplätze seit dem Jahr 2017 im Kremser Stadtpark verringert und wo wurden sie so der Wohnbevölkerung, den Unternehmen als auch Kundenparkraum genommen? Die Anfrage wird beantwortet werden, wie alle anderen auch. Zum Beispiel die Anfrage vom Herrn Vizebürgermeister, Sachverhalt: in den vergangenen Jahren wurden immer wieder Planungs- und Sondierungsstudien und externe Beratungsleistungen für Projekte in Auftrag gegeben, die bis zum heutigen Tag nicht verwirklicht wurden. Diese Pläne, Studien und Dokumentationen der externen Beratungsleistungen wurden mit öffentlichen Mitteln finanziert. In diesem Zusammenhang stellen die gefertigten Gemeinderäte die nachstehende Anfrage: für wie viele Projekte, die bis dato nicht umgesetzt wurden, sind im Zeitraum Oktober 2012 bis 14. Dezember 2022 Planungs- und Sondierungsstudien und externe Beratungsleistungen in Auftrag gegeben worden, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden. Beispielhaft sei hier die Sportmeile aus dem Jahr 2019 erwähnt. Welche Kosten sind der Stadt im Kreis im Zeitraum 1.10.12 bis 14. Dezember 2022 durch Planungs- und Sondierungsstudien und externe Beratungsleistungen für Projekte, die bis dato nicht umgesetzt wurden, entstanden? A. Um welche Projekte handelt es sich? B. Wie hoch waren die Kosten der Studien und oder Leistungen pro Projekt? Wie viele verschiedene Auftragnehmer wurden mit Planungs- und Sondierungsstudien und externen Beratungsleistungen im Zeitraum 1. Oktober 2012 bis 14. Dezember 2022 betraut? Wie hoch waren die Kosten aufgeschlüsselt nach Auftragnehmer im Zeitraum 1.10.12 bis 14. Dezember 2022? Bei Bieterverfahren sind auch die Vergleichsofferte auszuführen. In welchen Gremien werden die Aufträge vergeben? Gemeinderat, Stadtsenat oder Direktvergabe? Welche Aufträge wurden im Gemeinderat vergeben? Welche Aufträge wurden im Stadtsenat vergeben? Welche Aufträge wurden durch Direktvergabe vergeben? Wurden die Ergebnisse der Beratungsleistungen veröffentlicht? Wenn ja, wo? Wenn nein, weshalb nicht? Wenn nein, ist geplant, sie in naher Zukunft zu veröffentlichen. Welche Planungs- und Sondierungsstudien und externe Beratungsleistungen sollen 2023 in Auftrag gegeben werden?
bitte um Aufgliederung jeweils nach Inhalt, Auftragnehmer und Kosten. Ich darf diese Anfrage beantworten. Das lese ich jetzt auch vor. Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, zu der in der Gemeinderatssitzung am 25.05.22 gestellten Anfrage hinsichtlich der Planungs- und Sondierungskosten der letzten 10 Jahre wird nachstehende Beantwortung gegeben. Diese vorliegende Anfrage deiner Fraktion ist nicht nur sehr umfangreich gehalten, sie geht in ihrem Begehren auch noch weit über den in § 23 Absatz 2 NSDROG geregelten Anfragerecht eines Gemeinderates an den Bürgermeister hinaus. Es ist ja bekannt, dass nach § 23 Absatz 2 NSDROG das Anfragerecht eines Gemeinderates auf jene Gegenstände eingeschränkt ist, die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung übertragen sind. Daher fallen Projektaufträge für Studien und Sondierungen, die nach dem Strock festgelegten Wertgrenzen nicht der Beschlussfassung des Gemeinderats unterliegen, auch nicht der Beantwortungspflicht nach § 23 Absatz 2 NSDOG. Damit sind sämtliche Aufträge für Planungen und Sondierungen, deren Beauftragung je nach Wertgrenze im Stadtsenat oder nach § 47 Absatz 2 NSDOG als Aufträge des Magistrates erfolgt, nicht vom Anfragerecht nach § 23 erfasst. Daher wird sich die Beantwortung dieser Anfrage deiner Fraktion auch nur auf jene Beauftragungen beziehen, die im Gemeinderat erfolgt sind. Und steht im Stock, Anführungszeichen, Angelegenheiten, die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung übertragen sind. Sämtliche Beauftragungen, die der Gemeinderat im Zeitraum 2012 bis 2022 vorgenommen hat, sind im jeweiligen Sitzungsprotokoll des Gemeinderats enthalten. Dieses Protokoll bekommt jeder im Gemeinderat vertretene Wahlpartei zu Handen des jeweils namhaft gemachten Vertreters der Wahlpartei innerhalb von 3 Wochen nach der jeweiligen Gemeinderatssitzung, siehe § 31 Absatz 5, zugestellt. Zusätzlich übermittelt das Präsidialamt erneut diese Protokolle nach dessen Beschlussfassung in der nachfolgenden Gemeinderatssitzung. Zuletzt wurden die Protokolle für den in der Anlage genannten Zeitraum für deine Fraktion an die namhaft gemachte Freiheit-Fraktionsobfrau, Stadträtin außer Dienst, Sonja Hockhoff-Bartaschek übermittelt. Ich darf daher davon ausgehen, dass deine Fraktion schon alleine anhand der Sitzungsprotokolle vollumfänglich über alle im Zeitraum 2012 bis 2022 vom Gemeinderat beauftragten Planungen und Sondierungen Kenntnis hat und damit bereits über alle vom Anfragerecht erfassten Informationen zur inhaltlichen Klärung der Anfrage verfügt. Eine inhaltliche Beantwortung der Anfrage, soweit sie im Anfragenrecht umfasst ist, erfordert einen erheblichen Rechercheaufwand der Magistratsverwaltung, die dazu jedenfalls noch Zeit benötigt, da derzeit alle freien oder verfügbaren Kräfte in der Vorbereitung des Vorschlages 2023 eingesetzt sind. Selbstverständlich steht das Präsidialamt deiner Sekretärin, Frau Iris Hollerer, aber gerne alle Sitzungsprotokolle der Periode 2012 bis 2022 zur Verfügung, die im vollen Umfang auch im Büro des Herrn Magistratsdirektors pro Jahr gebunden aufliegen. Was die Veröffentlichung der gegenständlichen Beratungsleistungen und Studien betrifft, so kann ich nur dahingehend allgemein antworten, dass diese großteils veröffentlicht wurden, etwa in Krems 2030, siehe unter Homepage, für die erst im 01.01.2023 auf Basis des Artikel 20 Absatz 5b VG normierte Veröffentlichungspflicht wird seitens der Magistratsverwaltung intensiv auf eine angekündigte Leitlinie des Bundeskanzleramtes gewartet. Diese Leitlinie sollte den exakten Umfang und die Art und Weise, wie der Veröffentlichkeitspflicht nachgekommen werden kann, enthalten. Soweit zu dieser Anfrage. Dann eine Anfrage von der KLS betreffend Energieersparnis um Amortisationsdauer durch Umstellung des Flutlichters im Kremser Stadion auf LED. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, in der Gemeinderatssitzung am 19.10.22 wurde mittels Dringlichkeitsantrags die Umstellung der Flutlichtbeleuchtung im Kremser Stadion beschlossen. Dazu zwei Fragen. Okay, es sind 3 dann geworden. Dieses Vorhaben wurde bereits vor einigen Jahren einmal in Erwägung gezogen. Wie war die damals im Sportbereich errechnete Stromersparnis in Kilowattstunden und Euro pro Jahr und wie ist die jährliche Ersparnis nach den ab 2023 geltenden Strompreisen für die Stadt?
Zweitens, wie lange beträgt die Amortisationsdauer der neuen Flutlichtanlage für die im Dringlichkeitsantrag genannten zu budgetierenden Kosten von 150.000 Euro durch die Umstellung auf LED, durch die Stromkostenersparnis auf Basis der Stromtarifen von 2023? Letzte Frage. Im oben erwähnten Dringlichkeitsantrag wurde eine mögliche gesamte Fördersumme von 17.200 Bund-Land-Fußballverband genannt. In der heutigen NÖN, Ausgabe 47, 2022, Seite 81 hingegen, wird eine Erhöhung der Landesförderung von 25% auf 33%, maximal 15.000 Euro berichtet. Was ist richtig und wie würde dies die Kalkulation verändern? Ich darf folgenderweise antworten. Die Antwort zur ersten Frage. Im Jahr 2020 befasste sich das Sportamt erstmals mit der Umstellung des Stadionflutlichts auf LED. Eine damalige Berechnung basierend auf einem Angebot einer renommierten österreichischen Fachfirma ergab bei der zu diesem Zeitpunkt geplanten Lichtstärke von 380 Lux ein Ersparnis von 700 Euro pro Jahr bei 130 Betriebsstunden pro Jahr. Gemäß dem aktuellen Dringlichkeitsantrag wurde die Lichtstärke im aktuellen Ausschreibungsverfahren auf 400 Lux, entspricht einer leichten Verbesserung des Ist-Zustandes, und alternativ 800 Lux TV-Tauglichkeit erhöht. Weiter sind die Strompreise seit ursprünglichen Berechnung gestiegen. Auf Basis der aktuellen Daten des Bestbieters ergibt sich bei 130 jährlichen Betriebsstunden eine Stromersparnis von 9.776 Kilowattstunden bzw. Euro 3.206 jährlich bei 400 Lux und eine Stromersparnis von 6.032 Kilowattstunden und Euro 1.978 bei 800 Lux. Die zweite Frage. Und auf Basis der Stromtarife 2023 beträgt die Amortisationszeit der geplanten neuen Anlage 22 Jahre bei 400 Lux und 77 Jahre bei 800 Lux. Die dritte Frage, die möglichen Förderungen. Das Land Niederösterreich in der Sportabteilung 10.000 Euro, ein Drittel für die Errichtungskosten und maximal 10.000 Euro. Der Niederösterreichische Fußballverband Euro 6.000, der KPC Euro 250 pro Lichtpunkt, 840 Lux sind 48 Lichtpunkte, das kann sein 12.000, 400 Lux sind 24 Lichtpunkte, entspricht 6.000. Die Amortisationszeit inklusive Förderungen bei 800 Lux 63 Jahre und bei 400 Lux 15 Jahre. Auf der anderen Seite wird schon darauf aufmerksam gemacht, dass die bestehende Flutlichtanlage 40 Jahre alt ist und dementsprechend Probleme gehäuft auftreten. Soweit die Beantwortung dieser Anfrage. So, jetzt sind wir mit den Anfragen fertig und üblicherweise zu dem Zeitpunkt kommen die Weihnachtswünsche. Wir beginnen normalerweise mit den einzelnen Kandidatinnen oder Kandidaten, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hohes Präsidium, sehr geehrte Gemeinderäte, liebe Zuseher. Es ist mir ein Anliegen, mich bei allen Mitbürgern herzlich zu bedanken, die sich in vielfältiger Weise an der Entwicklung der Gemeinde Krems zum Wohle aller beteiligen. Ihr Engagement in den Vereinen, der Kirche, in den Verbänden sowie in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft trägt dazu bei, Krems mit seinen Ortsteilen lebens- und liebenswert zu erhalten und weiterzuentwickeln. Allen ehrenamtlich Tätigen gilt dabei mein ausdrücklicher Dank. Ein besonderes Dankeschön allen Beschäftigten der Verwaltung, die unsere Sitzungen fachlich begleiten und uns stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Danke an Sie, werte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, für die gute Zusammenarbeit. Es ehrt mich, ein Teil des Gremiums zu sein und zum Wohl für unsere Gemeinde die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, jetzt und in Zukunft. Auf diese Weise bewältigen wir die Fülle an Aufgaben gut und erfolgreich
wie ich finde, auch wenn es hin und wieder mal ein bisschen hitziger ist. Ich habe dazu auch ein Zitat, dessen Verfasser mir nicht bekannt ist. Ich habe es auch ein bisschen abgeändert. Sich einig zu sein, bedeutet nicht, gleicher Meinung zu sein, sondern lediglich Respekt füreinander zu haben. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die gute und konstruktive Zusammenarbeit hervorheben mit Herrn Bürgermeister Dr. Reinhard Resch, Frau Vizebürgermeister Eva Hollerer, Herrn Vizebürgermeister Dr. Florian Kammleitner, Herrn Magistratsdirektor Magister Karl Hallbauer, Frau Sarah Diefenbacher, Frau Rosemarie Bachinger, die hier anwesend sind, und den vielen guten Seelen da draußen, die täglich ihr Bestes geben. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest sowie für das Jahr 2023 Gottes Segen, Gesundheit, Glück, Gelassenheit, Ideenreichtum, Zuversicht und Tatkraft für das Erreichen der gesetzten Ziele, und möchte mich selbst bedanken und alles Gute für Sie alle. Herr Kollege Schwarz, bitte, Markus. Sehr geehrte Kremserinnen und Kremser und alle, die hier leben, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2023 und dass alle Ihre Vorsätze und Wünsche in Erfüllung gehen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche auch Ihnen natürlich ein frohes Weihnachtsfest und gute Erholung diese 4 bis 5 Feiertage und viel Kraft tanken. Wir werden sie brauchen. Für uns warten große Herausforderungen, vor allem im Bereich Klimaschutz und Energiewende, und ich hoffe, dass wir die fraktionsübergreifend gemeinsam meistern werden. Danke. Kollege Dominik Heinz, bitte. Lieber Herr Bürgermeister, hohes Präsidium, liebe Kollegen, Kolleginnen, liebe Zuschauer, liebe Bürger, auch ich darf uns allen ein frohes Fest wünschen, und wir sind mitten in der besinnlichen Zeit. Die besinnliche Zeit heißt auch, sich zu besinnen, füreinander da zu sein und miteinander etwas zu bewegen. Und da ist mir die heutige Schlagzeile aufgefallen: Dänemark hat das erste Mal seit 40 Jahren, haben sich die größten Parteien gemeinsam zu einer Regierung zusammengeschlossen. Diese Regierung wird morgen präsentiert. Die Regierung hat sich über linke und rechte Kräfte hinweggesetzt und wirklich etwas geschafft, was seit Jahrzehnten nicht mehr da war. Abgesehen von Uneinigkeiten und alten Rivalitäten zum Trotz treten die drei Parteien ein seltenes Regierungsbündnis, eine Arbeitsgemeinschaft an. Ein solches Regierungsbündnis über die traditionellen Blockgrenzen hinweg ist in Dänemark sehr selten angesichts der anhaltenden Krise, aber genau das, was Dänemark nun braucht. Dass Europa und Dänemark mit so vielen Herausforderungen zu tun hat wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wie die Corona-Pandemie, der Russland-Angriff, die Energiekrise und eine rekordhohe Inflation, kommt auch die größte Herausforderung unserer Zeit dazu, die Klima- und Biodiversitätskrise, deren Auswirkungen wir alle sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es eine sehr spannende Bewegung. Ich spüre auch bei uns in Krems einen guten Nährboden in dieser Petrischale, auch wenn manchmal gewisse Anschauungen da sind. Ich wünsche uns, dass wir vereint ein gutes Budget beschließen können Anfang nächsten Jahres. Ich wünsche uns allen eine wirklich besinnliche Zeit. Der Ordnung halber möchte ich noch die DPA AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH, die Zeit, Frankfurter Allgemeine Spiegel, ORF, Tagesschau, Handelsblatt und den Stern zitieren.
Danke. Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Herr Vizebürgermeister, hoher Gemeinderat, werte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause, Weihnachtswünsche sind eine wirklich liebenswerte Tradition in den Dezember-Sitzungen unseres Gemeinderates. Es soll trotz aller Konflikte in diesem Saal ein friedlicher Ausklang für das Ende zu gehende Jahr schaffen und für die kommenden Feiertage in diesem Sinn entsprechen. Christus, christliche Nächstenliebe, die Geburt Jesu. Und dies wird jetzt gefeiert und hier gehört auch die Nächstenliebe dazu. In Zeiten, wo ein abscheulicher Krieg in Europa tobt, Inflation und Covid ein schwieriges Jahr bereitet haben, ist es wichtig, allen unseren Bürgern, besonders den weniger Begüterten, zu zeigen, dass wir Zuversicht haben, dass wir zusammenstehen und ihnen zeigen, wir sind für sie da. Und deswegen haben wir uns als KLS, wie wir den Härtefallfonds vorgeschlagen haben, über die breite Zustimmung aller Fraktionen mehr als gefreut. Als KLS danken wir allen Kremserinnen und Kremsern, besonders für ihre Steuer- und Gebührenaufkommen und den Bediensteten der Stadt für ihren auch heuer wieder außerordentlich fordernden Arbeitseinsatz für unsere Stadt und unsere Bürger. Last not least natürlich allen Mitgliedern unseres Gemeinderates ebenfalls danke für den geleisteten Einsatz und besonders natürlich von uns für die Zustimmung zu mancher unserer Ideen. Was soll man unserer Stadt und ihren Menschen in Zeiten wie diesen wünschen? Dass unsere Stadt und ihre Menschen weiter möglichst gut durch die Pandemie kommen, Energiekrise und Höchstinflation für die Bedürftigen der Stadt möglichst gut abgefedert werden können. Gerade dazu braucht es aber die Vernunft, die Einsicht in die notwendigen Maßnahmen und den Zusammenhalt aller unserer Bewohner. Keine Versuche mehr, des eigenen politischen Vorteils willen, Eigeninteresse von Gruppen durchzuboxen, sondern die Abwägung aller Problemfelder nach ihrer Dringlichkeit durch die Bürger unserer Stadt. Als Symbol für das wachsende Problem gerechter Vermögensverteilung überreiche ich anschließend dir, geschätzter Bürgermeister, ein Buch zu diesem Thema, das heißt Geld von Maria Enkholm, einer Millionärin, die selbst an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, besteuert mein Vermögen, das ist ein Akt der Solidarität. In diesem Sinne allen Kremserinnen und Kremsern, allen Bediensteten der Stadt und aller hier im Gemeinderat Vertretenen schöne Weihnachten, ein friedliches und vor allem gesundes 2023. So, bitte, Frau Stadträtin. Ja, ein bisschen weniger politisch, vielleicht ein bisschen mehr literarisch. Ich möchte vielleicht mit einer meiner Lieblingsgedichte beginnen, Theodor Storm, Weihnachtslied. Vom Himmel in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht. Vom Tannenwalde steigen Düfte und hauchen durch die Winterlüfte und kerzenhelle wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre ferne Kirchenglocken, mich lieblich, heimatlich verlocken in märchenstille Herrlichkeit. Ein frommer Zauber hält mich wieder, anbetend, staunend muss ich stehen. Es sinkt auf meine Augenlider ein goldener Kindertraum hernieder. Ich fühl's, ein Wunder ist geschehen. Ja, in diesem Sinne auch von uns ein Dank an das Magistrat, ein Dank an die Mitarbeiter vom Magistrat für ihre hervorragende Arbeit, nicht nur im letzten Jahr, in den letzten Jahren, wo ihr uns alle begleitet und unterstützt, aber auch ein Dank an den Gemeinderat, dass wir trotz aller
unterschiedlichen Meinungen doch immer wieder zusammenfinden. Ich wünsche allen, den Zusehern, den Kremserinnen und Kremsern ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest. Denn für mich ist dieses Fest immer so in dieser finsteren, kalten und ein bisschen tristen Zeit ein Fest des Lichts, ein Fest der Hoffnung und des Trostes. Und ich hoffe, und das gilt wirklich für alle Kremserinnen und Kremser, Sie können dieses Fest auch, diesem Fest auch viel Tröstendes abgewinnen, viel Friedenstiftendes erkennen und darin auch Ihre Kraft finden für das nächste Jahr. Denn auch für 2023 wünschen wir allen alles erdenklich Gute, dass die Wünsche in Erfüllung gehen und vor allen Dingen, dass die Vorsätze nicht am 1. Jänner schon wieder Makulatur sind und über den Haufen geworfen werden. Danke. So, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, Herr Magistratsdirektor, sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und natürlich sehr geehrte Kremserinnen und Kremser, die auch virtuell mit dabei sind. Wenn man die letzten Jahre zurückblickt und dann sich denkt, was man sich immer an den Feiertagen gewünscht hat, wenn man dann auch an die Neujahrswünsche zurückdenkt, glaube ich, darf man dann nicht so streng sein, wenn dann viele Dinge dann doch nicht anders gekommen sind. Es ist in allem, was man sich wünscht, ein wichtiger Ausdruck drinnen. Das ist auf jeden Fall der Ausdruck der Hoffnung, dass einerseits dieses Licht, das über das Weihnachtsfest zu uns kommt, uns weiterlenkt und auch auf der anderen Seite immer dieser Ausdruck der Hoffnung, dass dann die Dinge, die im vergangenen Jahr nicht gelungen sind, dass sie dann im kommenden Jahr gelingen werden. Ich wünsche Ihnen allen, dass die letzten Tage dieser stillen Zeit, wie sie oft genannt wird, dann am 24. darin mündet, dass Sie alle und vor allem Sie Kremserinnen und Kremser zu Hause dann im Kreise ihrer Familien, viele auch alleine, aber dass dieses Licht, diese Hoffnung, die am 24., derer wir gedenken, dass auch dafür ein Platz in den Herzen ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dann trotzdem die Feiertage feiern können, dass Sie einkehren können, dass Sie dann wirklich Zeit haben für diese stillste Zeit im Jahr und dass es Ihnen die Möglichkeit gibt, auch das ein oder andere im vergangenen Jahr Revue passieren zu lassen, sich selbst ein bisschen zu hinterfragen, was kommen kann und was kommen wird. Und natürlich für das kommende Jahr viel Erfolg 2023. Ein großer Wunsch, möge all das, was natürlich heute versprochen worden ist, dann auch gehalten werden. Aber auf jeden Fall viel Prosit für das kommende Jahr 2023. Und ich blicke auf jeden Fall auf schon einige Wochen gute Zusammenarbeit zurück und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger innerhalb und außerhalb dieses Saales, wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns. Auch in der Stadt Krems, wir hatten Wahlen, die Wahlen haben den Gemeinderat neu durchgemischt. Wir haben sehr viele neue Gesichter, wir haben auch neue Parteien im Gemeinderat. Ich bin als grenzenloser Optimist der Meinung, das hat uns gut getan und das wird uns weiterhin gut tun. Und die heutige gemeinsame Resolution gegen die Gewalt gibt mir auch eine gewisse Hoffnung, dass es einen Grundkonsens gibt und dieser Grundkonsens ist Menschlichkeit. In diesem Sinne danke ich allen, die da mitgewirkt haben in diesem abgelaufenen Jahr, sei es die Beamtenschaft, sei es die vielen Menschen, die ehrenamtlich im Gemeinwesen mitwirken und natürlich auch den politischen Mandataren. Ich denke, wir werden durchaus imstande sein, die Vorzeichen sind gar nicht so schlecht, dass wir auch durch die kommende Krise unsere Stadt
so weit drüber bringen, dass sie lebenswert bleibt und dass sich die Menschen hier wohlfühlen. Und das ist eigentlich unsere vornehmste Aufgabe als Politiker. Danach zu trachten, dass die Menschen sich dort wohlfühlen, wo wir tätig sind. Ich wünsche allen, heuer ist es mit den Feiertagen ja nicht so toll, es sind ja eigentlich nur Wochenenden erweiterte, allen eine angenehme Tage im Kreise der Familie. Und dann kommt mein Lieblingszitat von Karl Valentin: Wenn die stillste Zeit des Jahres vorbei ist, wird sie hoffentlich wieder ruhiger werden. Okay. Geschätzter Gemeinderat, noch ganz kurz, danke Ihnen allen, Kolleginnen und Kollegen, für wirklich die konstruktive Arbeit das ganze Jahr über und das doch überwiegende Verständnis, das wir miteinander aufbringen. Ich bedanke mich auch bei den Kremserinnen und Kremsern, die ja letztlich diejenigen sind, die uns dann auch entsprechend beurteilen, aber diejenigen sind, für die wir da sind und hier arbeiten. Uns allen und unseren Familien wünsche ich wirklich ein besinnliche Weihnachten und ein, ja, vor allen Dingen auch im Kreise unserer Familien und vor allen Dingen auch für nächstes Jahr ein gelungenes neues Jahr. Alles Gute und danke noch einmal. Ja, das ist Ende der öffentlichen Sitzung und jetzt kommt noch ein riesiger Tagesordnungspunkt.